ist schon sehr beeindruckend. Ja. Da jetzt auch eine Choreo von Duisburg mit sehr viel Fahnen und Konfetti-Einsatz. Die Spieler laufen ein. Chaotisch, aber wunderbar, steht auf dem Banner. Ja, die Preußen laufen ein, du sprichst es an, in ihren gewohnten Dress, grüne Stutzen, schwarze Hosen und grüne Jerseys. Wie gesagt, Dennis Rothe läuft nochmal für uns auf, kann dann spätestens nach 90 Minuten dann die Seiten wechseln, guckt sich an, wo er demnächst spielen wird. Ja. Ja. Ja, das ist geil. Also ich bin gerade echt fasziniert hier. Es ist ein geiles Fußballstadion. Beide Fans haben richtig Bock auf dieses Spiel. Und jetzt geht es endlich auf den Rasen. Da haben wir lange genug jetzt über alle andere Sachen geredet. Und jetzt geht's zur Sache hier. Der MSV gegen Preußen Münster. Das hört sich doch einfach gut an. Ja, ja. Das Maskottchen Ennerts ist auch am Start. Das Maskottchen des MSV. Ja, wie sieht es bei den Münsteraner Fans aus? Der Oberrang ist im unteren Bereich ziemlich dicht besiedelt, aber dann, wenn man weiter nach oben guckt, ist es dann leider nicht mehr so voll. Und man hört hier richtig von beiden Seiten, wird hier mächtig Alarm gemacht. Es ist wirklich ein Hexenkessel hier. Also, was hier abgeht, das schön, dass ich unterbreche, aber das ist ja echt tierisch laut hier. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, weil ich bin froh, dass ich Kopfhörer auf habe, weil sonst würden wir uns gar nicht mehr verstehen. Oder? Also man kann sich hier kaum, ohne Kopfhörer könnten wir uns hier gar nichts, wir könnten gar nichts hören. Das ist tierisch laut, aber auch von beiden Seiten. Die Preußen sind auch komplett am Durchdrehen. Ja. Wie gesagt, für die, die es auch noch nicht wissen, heute Abend ist nämlich von der Fifi-Gelzen-Kurve im Triptychon, ist das glaube ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber am Bahnhof die Fanabschlussfeier. Also wer heute Abend noch nichts vorhat, die 200.000, die hier sind, die sind auf jeden Fall schon mal gute Dinge. Okay, und jetzt Fußball. Ja. Jetzt steht der MSV vom Anstoß. MSV spielt von links nach rechts von uns aus gesehen. Das heißt, die Mannschaft spielt auf die in Richtung Preußen-Fans und Preußen spielt in der ersten Halbzeit in Richtung MSV-Fans. Anstoß MSV, direkt auf die rechte Seite gespielt. Markus Bollmann mit dem langen Ball bringen da auf Zundi, der ihn nicht bekommt. Und der erste Ballkontakt durch Dominik Schmidt für die Preußen. Trockenbrot legt den Ball auf die rechte Seite auf Kevin Schöneberg. Dante, der legt wieder auf Trockenbrot. Der mit dem langen Ball auf Benjamina. Gute Ballannahme. Behauptet sich dagegen zwei, drei Spieler. Und dann ist der Ball aber auch schon wieder weg. Zurück die MSV-Spieler kommen jetzt. Der Witt versucht, Zumbi einzusetzen, da mit einem Steilpass. Aber der war zu lang. Und Daniel Masoch, der hier gebürtiger Duisburger ist, wahrscheinlich für ihn ein ganz besonderes Spiel, hat seinen ersten Ballkontakt und kann den Ball locker wegflicken. Rocky Krone jetzt am Ball bei den Münsteranern, legt den Ball, behauptet den Ball gut, legt ihn zurück auf Riedel. Riedel auf der linken Seite heute eingesetzt, der Rechtsfuß macht er ja ganz gut. Stark. Doppelpass von Krone und Grote und jetzt legt Krone den Ball in die Mitte, die Preußen jetzt auf der rechten Flügel und es ist aber abseits. Da aber sehr schön gespielt, da war Piosek durchgestartet und ich dachte zuerst, es wäre nur Benjamina im Abseits und Piosek passiv, aber das war dann doch anders. Zumindest, ja, das war schon die erste gute Aktion von Rocky Krone. Und die Preußen fallen negativ auf. Böller und Bengalos werden hier gezündet. Das war zu erwarten, aber der Schiedsrichter macht direkt ein Zeichen zu seinem Assistenten. Das Schlimme ist, diese Pyro, die sind im Oberrang und die fallen so ein bisschen runter auf die Zuschauer, aber die sind da schnell zur Seite gegangen, sodass es keine Gefahr mehr gibt, aber oh, das ist schon ein mächtiger Raucheinsatz da. Aber der Böller, das muss nicht sein. Der Schiedsrichter hat jetzt echt unterbrochen, ne? Ja. Wegen dem Böller. Ja. Das ist natürlich unglücklich. Das muss nicht sein. Also der ganze Oberrang der Preußen ist auch als der Nebel gehüllt. Ich glaube, Böller gehören nirgendwo hin. Also vielleicht an Silvester mal, aber das ist jetzt unabhängig davon. Pyrus. Da hört es den, glaube ich, auch im Hintergrund. Der Stadionsprecher ermahnt da nochmal unsere Fans. Das Spiel ist inzwischen wieder freigegeben. Kommen wir zum Sportlichen. Kevin Schöneberg ist da jetzt auf der rechten Seite. Spielt erstmal zu Kühne. Der verliert da den Ball und Onwuegbo kann da durchstarten Richtung Strafraum. Kommt da an Dominik Schmidt vorbei. Aber Stefan Kühne klärt eigentlich erstmal die Situation. Aber vorher hat Kevin Schöneberg, glaube ich, den Herrn Onwuegbo gefoult. So, das ist jetzt Freistoß. Musste er, ne? Schwache Aktion von Kühne. Da hat er einfach nicht aufgepasst. Ja, Freistoßsituation geben wird. Das Ganze gut 20 Meter vor dem Tor. Der MSV kann ich mal kurz sagen, hat mit Pierre de Witt einen Mann, der so einen ganz gut versenken kann. Ich glaube, das Hinspiel hat er auch so einfach versenkt. Hat er so einen reingemacht. Da weiß Masoch aber schon Bescheid. Ja, Nico, ich will dich hören. Ja, Ball ist jetzt auch nicht freigegeben.
der Rauchwanderrad so ein bisschen gesteilt, aber die Preußen, die schreien ja alles auf. Freistoß jetzt. Pferdewitt, der kommt hoch und weit rein. Kopfball! Masoch auf der Linie! Auf der Linie, Masoch! Super gehalten, Junge! Starke Leistung von Dani Masoch. Mit seinem Pranken kommt er da an den Ball. Das war die erste gute Möglichkeit für den MSV. Das Ganze nach 4 Minuten schon. Jetzt aber der MSV wieder mit auf Leckbo da im Strafraum. Aber die Preußen können erstmal wahrscheinlich klären. Starten den Ball raus, aber der MSV weiter im Ballbesitz. Schlägt jetzt rechts raus auf den Kollegen, der könnte jetzt flanken, aber startet dann nochmal mit der Abschluss jetzt, aber der Abschluss geht hoch und weit am Tor vorbei. So, das ist überhaupt kein Problem, ist für Daniel Masoch, da muss er gar nichts machen und nimmt sich den Ball erstmal zum Abschluss. Ja, der Rauch ist immer noch vor dem Gästeblock der Preußen, die sind nicht zu sehen, aber sehr, sehr gut zu hören. Es ist wirklich tierisch laut hier, Leute. Also das ist doch wirklich mal endlich mal ein Fußballspiel in der dritten Liga, wo es abgeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, erste Chance für die MSV. Ich weiß gar nicht, wer das war. Zumindest kam er da relativ gut zum Kopfball aus 5 Metern und Masoch kriegt die Fäuste hoch sehr stark, oder die Finger hoch sehr stark gemacht. Also die ersten Minuten, die ersten 10 gehören die dem MSV. Jetzt gibt es aber eine Abseitsposition. Da wollte Unuekbo auf Zundi durchstecken bzw. mit dem Kopf verlängern, aber da war der Stürmer des MSV dann im Abseits. Ja, Preußen muss jetzt hier zusehen, dass sie ins Spiel kommen. Der lange Ball ist aus der Verlegenheit von Schmidt und der geht ins... Oh, was war das denn? Ja, das war diese Diagonalbälle also von Schmidt. Das war nicht mal ein Diagonalball. Der wollte da rechts Piersek einsetzen und das war leider, landete der Ball ziemlich unbedrängt im Aus. Jetzt die Preußen mit dem langen Ball, der bleibt aber ganz locker in der MSV-Innenverteidigung hängen mit die jetzt hier mit Bajic und Bollmann, zwei ganz erfahrenen Verteidigern heute antreten. Auch beide schon Spieler, die über zweitiger Erfahrung verfügen. Der MSV spielt jetzt zum ersten Mal über Ratajczak, der hinten ganz locker aufbauen kann. Die Preußen stehen relativ tief. Die erste Angriffsreihe mit Krone und Benjamina. Die laufen jetzt an. Jetzt läuft Krone den ersten Abwehrspieler an, kann den Ball aber nicht bekommen. Und Ratajczak, der MSV bauen locker auf. Da versuchen sie den langen Ball zu spielen. Jetzt hat Kühne den Ball schon wieder verloren, schon wieder im Aufbau. Also der Stefan Kühne in seinem letzten Spiel für Preußen, ich hoffe, er steigert sich gleich nochmal. Der Witt bringt den Ball in die Mitte rein, gibt aber Anuako, kann den Ball nicht kriegen und er war da einmal quer durch den Strafraum gespielt und Masoch passt auf. Der MSV scheint hier am Anfang schon relativ viel klar machen zu wollen und direkt das Tor zu machen. Ja, aber jetzt kommt Preußen Münster über Piosek, der den Ball bekommen hatte von Krone. Wieder Piosek auf Krone, aber der Ball war zu lasch gespielt, den kann er nicht kriegen. Der Niederländer, der seit Wochen in guter Form ist, genau wie sein Sturmpartner Benjamina. Da sind wir mal gespannt, ob dieses Sturmduo auch im nächsten Jahr noch an der Hammerstraße tätig ist. Ja, jetzt aber der MSV versucht ja durchzuzagen, aber Schmidt hat erstmal aufgepasst. Aber MSV bleibt im Ballbesitz. Aber diesmal Kühne dazwischen gefegt. Erste gute Aktion von Stefan Kühne. Hat er auf dem Fuß noch einen Schlag mitbekommen. Der Schiri hat das Ganze abgepfiffen. Preußen somit Freistoß noch in der eigenen Hälfte, kurz vor der Mittellinie. Ball erstmal zurückgelegt zu Simon Scherler, der links raus auf Julian Riedel. Der könnte jetzt den Doppelpass geben mit Jens Rummond, macht das dann auch. Und zwar im Moment noch kein Raumgewinn, aber die Preußen bleiben erstmal im Ballbesitz durch Julian Riedel. Schön und weit rausgelegt auf Kevin Schöneberg. Ja. Kann den Ball da so gerade noch erlaufen, der war fast im Aus. Jetzt pressen die Duisburger da so ein bisschen, aber erstmal befreien sie sich mit dem Rückpass auf Daniel Masoch, der erstmal weit und hoch auf Rocky Kanone, der kommt jetzt nicht an den Ball, aber auch die Duisburger versuchen da das Offensivspiel doch ziemlich ideenlos erstmal anzutreiben, der Ball wurde einfach nach vorne geprescht, sodass es überhaupt kein Problem ist, für Jürgen Riedel den Ball aufzunehmen. Jetzt weitergespielt zu Dennis Grote, Doppelpass jetzt mit Jürgen Riedel auf Rocky Kanone, der setzt sich da schön durch, aber im letzten Moment kann Markus Bollmann erstmal noch den Ball klären. Ja, und jetzt ja, anderes Bild, Pierre de Witt inzwischen am Ball auf der rechten Außenbahn, musste aber abbrechen, weil die Preußen sehr gut formiert sind, sodass die Duisburger erstmal zurück zu ihrem Torwart spielen, zu dem Michael Ratajczak. Naja, der Ball fährt nicht ganz hinter, ich dachte, er spielt jetzt erstmal hin, aber das war dann doch nicht so der Fall. So, jetzt aber schöner Pass da, MSV Duisburg auf Pierre de Witt, das scheint wirklich ein richtig guter Mann zu sein. Ja, der macht hier einiges, oder? Ja, Pierre de Witt ist ein ganz wichtiger Spieler für das MSV-Offensivspiel. Jetzt flankt der MSV in die Mitte rein. Aber da steht Simon Scherler schön geklärt in die Mitte leider, sodass der MSV nachsetzen kann, aber auch nicht ganz gut kontrolliert. Und der Ball liegt jetzt bei Daniel Masoch. Ja, Preußen Münster. Also wer mir bei den Preußen direkt schon wieder auffällt, ist der alte Fanradio
Im Fernsehen sehr beliebte Rocky Krone. Langer Ball jetzt von Masuch da. Versucht der Piosek zu kriegen. Der kommt richtig weit. Der Abstoß, Abschlag kommt zu seinem Torwartkollegen Ratajczak. Und nach dem ersten Aufprallen hätte ihn Piosek erlaufen können. War dann aber doch nicht ganz so schnell, um den Ball zu erlaufen. Jetzt kommt der MSV über Afoso Aye. Der möchte da De Witt anspielen, aber Riedel passt da gut auf und kann den Ball einmal klären. Das hat ja nass gesehen. Es gibt einen Wurf für Duisburg, obwohl der Duisburger als letztes am Ball war. Okay, habe ich nicht, habe ich nicht, nicht ganz so gesehen. Nein. Dann Afoso Aye, setzt sich hier gegen Krone durch. Rote aber jetzt am Ball, spielt den Ball in die Mitte. Und jetzt hat Reusen mal über rechts ein bisschen Platz und da nimmt Piosek schön den Kevin Schöneberg mit. Der legt nochmal zurück auf Kühne. Kühne mit dem langen Ball da, kommt er auf Krone? Nee, viel zu kurz gespielt. Und der MSV kann nochmal klären. Jetzt spielen sie relativ schnell. Unuekbo da, 2 gegen 3 aus Duisburger Sicht. Zundi auf dem linken Flügel geht einmal, möchte einmal durchgehen, aber das war zu. Oh, da gibt es einen Freistoß. Habe ich auch nicht so gesehen. Da hat, glaube ich, Kühne, war das Kühne? Nee, Schmidt war das. Der Schmidt hat da ihn so ein bisschen auflaufen lassen, aber aus meiner Sicht, auch aus Duisburger Sicht, eigentlich kein Freistoß. Aber es gibt jetzt den nächsten Freistoß. Hier wird De Witt treten. Das war gerade schon brandgefährlich. Da müssen die Münsteraner aufpassen. Denn der Mann ist bekannt, ich weiß nicht, aus lauterer Zeit, war früher mal Top-Talent, hat sich dann öfter verletzt, Leverkusener, aus der Leverkusener Jugend. Nico. Ja, die Situation gilt es natürlich zu verhindern, obwohl da kann Dominik Schmidt eigentlich nicht viel machen. Da hat der Schiri sehr glücklich für MSV entschieden. Jetzt der Freistoß kommt rein, wieder hoch und weit erstmal auf Dominik Schmidts Kopf. Der köpft erstmal raus und Duisburg bleibt aber im Ballbesitz. Die Preußen müssen jetzt aufpassen, wollen natürlich jetzt erstmal den Gegner hier abseits stellen. Und das schaffen sie auch. Inzwischen Dennis Grote da mit dem Ballgewinn. Der sagt, Benjamina, lauf dich frei, spiel dich schön an. Und da kommt der Ball auf Benjamina. Der könnte jetzt mal durchstarten. Ist auf der linken Seite. Könnte wieder einen Riedel mitnehmen. Geht da Richtung Strafraum. Ist schon jetzt kurz vor dem Strafraum. Und kein Duisburger greift an. Aber erstmal raus liegt er auf Julian Riedel. Der legt zurück auf Dennis Grote und der wird jetzt gleich die Flanke rein. Weil Schippball jetzt in den Strafraum. Die misslingt aber völlig, war leicht abgefälscht. So, dass jetzt Rot nicht an den Ball kam, aber die Duisburger haben ein bisschen schlecht geklärt, sodass Preuß im Ballbesitz bleibt. Und jetzt gerade Stefan Kühne setzt Rocky Kanone ein, der setzt halt wieder ein, Benjamina, schau auf Schuss! Einmal auf den Keeper, da laufen Keeper, er stand ganz alleine vor dem Keeper, hätte sich die Ecke aussuchen können. Und was macht er? Er schießt den Keeper, den Michael Ratajczak an. Mann, 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 der erste gute Chance der Preußen. Schade, schade, oder? Ja, also den muss Benjamina auch direkt machen, das ist, auch wenn es die erste Chance ist, also der war richtig schön durchgesteckt von Rocky Krone. Ah, Mann, das war eine richtig gute Aktion und den musst du eigentlich schieben. Also da würde ich als Trainer sagen, einfach mit der Innenseite am Torwart vorbeischieben. Genau. Freier kommst du mir auch raus. Er versucht es mit dem Vollspann und zieht voll ab. Und dann geht er natürlich auf Ratajczak und der kann im Grunde, den hält jeder Torwart, den Ball. Ja, der prallt natürlich an Ratajczak ab. Prallt ab, aber das ist klar, der war hart geschossen, aber man muss auch platziert schießen. Egal, Preußen jetzt auch mit der ersten Chance, 1-1. Steht es jetzt nach dicken Torchancen und das heißt auch hier nach 10 Minuten, ich glaube, das wird ein gutes Fußballspiel. Ja, das ist auf jeden Fall hier kein Abgesang, das kann man nicht sagen. Sowohl auf dem Platz nicht und bei den Fans sowieso nicht, oder? Das sind ja auch beides Mannschaften, die spielerisch eigentlich Fußball spielen können. Die Preußen haben es lange versteckt diese Saison, ihre wahre Klasse. Alles, was man in der Vorsaison gezeigt hatte, das kann ja nicht weg sein und einige Spieler sind hier noch dabei. Jetzt kommt Piosek, Doppelpassversuch und da kommt über die rechte Seite Schöneberg, aber da wird nicht ganz rankommen. Und die Duisburger können klären, Ratajczak nach dem Rückpass. Aber Preußen setzt nach. In der Mitte können sie den Ball erobern, über Trockenbrot. Kleine Täuschung, dann bringt er den Ball auf die linke Seite raus, kann Grote ihn annehmen, sehr gut. Grote könnte zurück spielen auf Riedel, versucht hier 1 gegen 1. Ja, hat immer noch den Ball, spielt ihn zurück auf Riedel. Am Schiri vorbei, auf Truppenbrot, der auf dem linken Flügel jetzt mal auftaucht, ganz und selten, will den Ball reinbringen und da gibt es die Ecke. Oh, es gibt den Abstoß, denn der Ball war wohl schon im Aus. Okay. Der Ball war wohl anscheinend schon im Aus. Hab ich schon anders gesehen, ja. Aber gut. Weiß man nicht genau, nicht drüber, groß drüber aufregen, ich glaube, da gibt es bestimmt im Laufe eines Spiels noch andere Szenen. Ja, du sprichst an, Abschluss für den MSV Duisburg, vielleicht kannst du mal eben gucken, wie es auf den anderen Plätzen steht. Achso, ja. Ich komm rein. Weil einige Entscheidungen stehen ja noch aus. Der Aufstieg ist ja eigentlich durch, außer Leipzig. Aber unten im Keller geht es natürlich noch rund. Und wir wollen aber kurz gucken, was Hansa Rostock macht. Oder besser gesagt, der MSV, der VfL Osnabrück. Da kann er fangen. Das können wir euch auch alles erzählen, weil nicht gerade viel los ist. Aber jetzt Kevin Schöneberg setzt sich da schön durch. An der rechten Seite spielt er erstmal zurück zu Jens Trockenbrot. Also die Preußen haben jetzt schon sehr gut Ballbesitz. Sieht alles ein bisschen dominanter aus. Und lassen die Duisburger so ein bisschen laufen. Jetzt Julian Riedel könnte da, schaltet er mal durch. Setzt da schön in der Mitte Markus Piosek ein. Der spielt schön raus auf Rocky Krone.
Der ist jetzt schon Schussversuch und dieser prallt ab. Und das gibt dann die erste Ecke für Preußen Münster. Das Ganze nach 14 gespielten Minuten von der linken Seite. Wie gesagt, die Preußen spielen auf die MSV-Ultrakurve zu. Was heißt, wie die Ultras hier heißen? Ja, es gibt ja mehrere Gruppen. Eine Kohorte ist, glaube ich, so die bekannteste. Okay. Jetzt bringt Grote den Ball rein. Und der Schiri hat aber noch einige Sachen zu beklagen. Ich weiß gar nicht, warum er da... gibt es da ein Duell zwischen dem... Ich weiß gar nicht, bespricht er was, aber mit dem Duisburger Torwart, aber der muss sein Handtuch aus dem Tor legen. Der hat sein Handtuch da ins Netz gehängt. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Ich weiß nicht, ob der Schiri. Aber jetzt kommt die Flanke rein von Grote. Der Ball kommt auf den Kopf von einem Münsteraner, weiter von Schmidt dann nach außen gelegt. Schöneberg könnte jetzt nochmal flanken. Mal gucken, ob er den Ball auch in die Mitte bekommt. Legt nochmal zurück auf Schmidt. Doppelpassversuch. Er kommt sogar an und der Elfmeter! Ja, der hat schon den Ball erst gespielt, das muss man schon sagen. Da war der Duisburger, ist da reingegrätscht in Dennis Grote? In Kevin Schöneberg. In Kevin Schöneberg, und ich glaube, er war zuerst am Ball. Hat den Ball zumindest gespielt. Das war jetzt, glaube ich, kein Elfmeter. Nein, trotzdem schön versucht. Also da hat Schmidt den Doppelpass gesucht und wenn er gekommen wäre, dann wäre Kevin Schöneberg da relativ frei in den Strafraum gezogen. Also da hatte ich wirklich die grün-weiße Brille auf. Die Fanreihe von Borussia Münster. Du hast recht, den muss man nicht unbedingt geben. Aber ich hätte mich nicht beschwert, wenn es so gewesen wäre. Das ist völlig legitim. Und die Preußen kommen jetzt über den, für mich, den Spieler der Saison, Simon Scherder. Kam aus der Preußen-Jugend, hat ein Jahr Anlauf gebraucht und ist jetzt quasi sowas wie ein Stammspieler. Inzwischen haben die Preußen den Ball aber wieder verloren. Onuekpo, der sehr präsent ist, sehr bulliger Stürmer, gegen den muss man sich gut durchsetzen. Pierre de Witt legt den Ball jetzt von der rechten Seite auf die Mitte auf Öztürk und der lässt den Ball über die Abwehr, über Kevin Wolt auf die linke Seite wandern. Die MSV-Spieler haben hier relativ viel Ballbesitz in dieser Phase gerade, jetzt schon die 8., 9. Station. Aber kaum Raum gewinnen. Spielen den Ball jetzt wieder auf die rechte Seite, auf Ofoso Aye, der nimmt hier Kühne ist das, glaube ich, mit. Wieder auf die rechte Seite auf De Witt. Der versucht den Doppelpass mit Zundi, zurückgelegt. Ofoso Aye kann auch nicht flanken, also die Preußen verteidigen da ganz gut, stehen da ganz gut. Duisburg hat den Ball jetzt wirklich schon in der knapp 20. Station. Jetzt versuchen sie mal durchzustecken. Horizontal gespielt da auf Onuekpo, der hat aber nicht aufgepasst und deswegen kann Preußen den Ball gewinnen. Piosek jetzt auf Rechtsverteidigerposition, legt den Ball noch ein bisschen weiter zurück auf Schöneberg und der muss erstmal den Ball weit nach vorne schlagen, damit die Preußen den Ball mal ein bisschen durchatmen können. Jetzt hat aber wieder Duisburg den Ball, sind in guter Position. Jetzt ist Zundi fast durch. Zundi ist im Strafraum, kann auf der linken Seite fast allein aufs Tor zu gehen. Macht den Haken, legt den Ball dann auch nochmal in die Mitte. Der kommt aber überhaupt nicht. Eine ganz, ganz schlechte Flanke da von Patrick Zundi. Zum Glück für die Münsteraner. Da war weder Freund noch Feind und der Ball geht dann ins Tor aus. Das war wirklich, hat er stark gemacht, aber dann die Flanke, das war gar nichts. Und Münster kommt hier, aber Krone, dabei geht er mal durch. Vorteil auf Benjamin. Benjamin auf der linken Seite geht in den Strafraum rein. 1 gegen 1 könnte jetzt gehen oder wartet, bis einer mitkommt. Hat den Ball auf dem rechten Fuß, bringt den Ball in die Mitte und da ist der Schuss. Gute Chance für Dennis Grote. Mit rechts, glaube ich, hat er geschossen, ne? Ja, mit rechts. Und sonst wäre es noch gefährlicher geworden. Da kam der flache Ball auf Krone eigentlich gespielt. Der wurde dann, glaube ich, gefoult. Der Ball geht durch und dann der Vorteil, schön gesehen vom Schiedsrichter. Benjamina kann von links in den Strafraum ziehen, legt ihn dann per Flanke auf Dennis Grote und der schießt den Ball so aus 7-8 Meter Volley übers Tor und dann Rechtsfuß, da lege ich mich fest, hätte den zumindest aufs Tor gebracht. Also wenn er das hätte mit dem Linken machen können, wäre, glaube ich, drin gewesen. Na klar. Nichtsdestotrotz, sehen schon, dass sie hier wirklich einen guten Offensivspieler bekommen. Wir haben gerade schon festgestellt, defensiv ist ja nicht, war der die ganze Saison nicht ganz so stark, meint der eine oder andere Experte. Jetzt der MSV mit Kingsley und Onuekpo, der ist fast durch. Da haben sie ein bisschen gepennt in der Zuordnung. Schmidt und Scherler tauschen sich auch direkt aus. Da wäre er nämlich fast durch gewesen, aber Maso passt gut auf und klärt den Ball. Der MSV ist aber wieder am Ball, kommt wieder nach vorne, kurz abgewehrt. Und im Nachhinein holt sich dann der MSV den Ball aber doch schon wieder. Das kommen sie über Bollmann. Bollmann legt den Ball auf Ofuso Aye, der Rechtsverteidiger, der sehr oft am Ball ist, aber auch sehr viele Querpässe spielt, weiß jetzt nicht, wohin soll. Versucht den Ball nach vorne zu spielen und dann ist der Ball im Seiten aus und die Münsteraner können kurz klären in Form von Julian Riedel. Jetzt aber der Einwurf ausgeführt von Ofuso Aye und der kommt weit. Der wird den Ball jetzt mindestens in den Strafraum bringen. Nee, er legt ihn zurück, überraschenderweise auf De Witt. Er kann jetzt flanken, bringt den Ball auch in die Mitte. Und da ist aber nur ein Preußenspieler, nämlich Simon Scherder, der den Ball erstmal klärt. Jetzt gibt es sehr viel
Kühne da wieder mit dem Fehlpass. Kühne fasst wieder nicht auf. Jetzt ist Ofuso, ja, Ball kann schießen, aber das ist völlig harmlos. Aber da müssen sie aufpassen. Da können Ofuso, Onuekwu, der ist da. Der wird da im Zentrum sehr oft gesucht und den kann man auch flach anspielen. Da müssen die Innenverteidiger gut aufpassen. Langer Ball jetzt von Masuch. Der Abschlag kommt weit in die Duisburger Hälfte, aber die Duisburger gewinnen das Kopfballduell. Jetzt allerdings der Ballverlust, da ist Riedel am Ball und Einwurf für den MSV müsste es geben. Oh, nee, das war Handspiel von Pierre de Witt eigentlich. Ja, Lose regt sich da auch auf. Oh, Lose schießt, oh. Lose schießt den Ball weg und zeigt dem Schiedsrichter den Vogel. Oh, da muss er aufpassen. Da muss er aufpassen. Es wird doch zwischen Lose. Lose und Spieler und Ofuso Oye haben da ein kleines Techtelmechtel. Ah, Babacar Njai geht dazwischen und regelt das. Und der Schiedsrichter ist auch da. Das ist eigentlich völlig unnötig. Das war eigentlich eine völlig unnötige Situation. Klar, dass sich Lose da aufregt, aber ich glaube, da sollten sich die Gemüter wieder beruhigen. Denn das Spiel ist jetzt alles andere als hitzig gerade. Der Schiri zeigt jetzt nochmal, dass er die Hosen hier anhat. Schiedsrichter ist da, Linienrichter ist da. Jetzt wird aber der Lose richtet sich ein bisschen zurecht aus, weil es war definitiv Handspiel. Ja, aber da muss man trotzdem den Ball nicht wegschießen. Wenn ein Spieler Einwurf machen will, den Ball wegzuschießen, gehört sich als Trainer auch nicht. Das ist so ein bisschen wie Fußballmanager, ne? Da, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es auch oft, dass du das den Ball wegschießen kannst. Sowas machst du also als Fußballmanager, okay. Ja. So, jetzt haben die Preußen da. Rocky Kanone hat sich da schön mit Benjamina im Doppelpass durchgesetzt. Benjamina versucht da gegen zwei Duisburger durchzukommen, wird dann mit einem Bodycheck gelegt. Und da wird es, glaube ich, jetzt die erste gelbe Karton geben für den Kollegen. Wie heißt er? Weißt du, wer das ist? Ja, Ofuso Oye war das, aber der kriegt keine gelbe Karte. Er ist schon weggegangen. Aber der Kapitän von euch, der wird auch noch diskutieren. Ja, also Freistoß war es auf jeden Fall. Gelb muss er nicht unbedingt geben. Nein. Obwohl die Duisburger schon ein bisschen härter zur Sache gegangen sind. Aber alles hier im Rahmen, also kein unfaires Spiel. Das wird uns aber die Möglichkeit eröffnen, Dennis Rothe hier nochmal zu zeigen, wie gut er Freistöße schießen kann. Von der linken Seite. Das heißt, er wird ihn mit links schön, denke ich mal, reinschlänzen. Ja. Ball noch nicht freigeben. Aber ich glaube, Standards haben wir uns nur verbessert. Das könnte jetzt hier was werden. Und der Ball kommt jetzt schön scharf rein. Da kann aber erstmal der MSV Duisburg klären und hat den Ballbesitz. Versuchen jetzt ihrerseits rauszuspielen. Das gelingt auch. Schöner Doppelpass da auf der Duisburger Seite. Die sind jetzt sofort Richtung Strafraum. Da sind die Preußen mit dreimal hin und können dann zum Glück noch klären. Jetzt drumherum legt das raus auf Dennis Rothe. Der versucht da am Duisburger vorbeizukommen. Das misslingt aber völlig, sodass Kevin Wolze da auf der rechten Seite schön Doppelpass spielen kann. Und Flankensituation wird aber erstmal unterbunden von unserem Youngster Simon Scherder. Einwurf für den MSV. Der ist auch inzwischen ausgeführt. Flanke jetzt in den Strafraum. Aber da ist nur der Kopf von Dominik Schmidt. Und es wurde vom Schiedsrichter eine Abseitsposition angezeigt. Faul. Stürmerfall, ja. Okay. Ja. Ja, und die Preußen können jetzt ihrerseits mal wieder aufbauen. Also das Spiel ist jetzt ein bisschen hektischer geworden. Man merkt schon, so beide Mannschaften wollen sich nochmal gut präsentieren am Ende der Saison. Und vor der Kulisse, vor den großartigen Fans wie beider Lager nochmal zeigen, was sie drauf haben. Macht ja auch Spaß als Fußballer, wenn man hier vor so einer Kulisse spielt. Ja, jetzt David gewinnt das Kopfballduell, kann jetzt hier über den rechten Flügel gehen gegen Simon Scherder. Oder wird er den Ball reinflanken? Mal gucken. Und Onuekwu wird angespielt. Der ist immer frei, frei ist er nicht, aber er bekommt fast alle Bälle da vorne, auch wenn er flach angespielt wird. Ledgerwood bringt den Ball jetzt auf die rechte Seite nochmal. De Witt, der überall auftaucht, zurückgespielt auf Öztürk. Der könnte jetzt mal schießen. Ja, er schießt mal, aber der ist ja doch gar nicht so ungefährlich. Sah erst harmlos aus, geht dann am Ende ja doch 3-4 Meter am Gehäuse des MSV vorbei. Aber das war nach langer Zeit mal wieder ein Schuss aufs Tor der Duisburger. Ja, die Preußen-Fans haben sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Also die Pyro-Geschichte ist lange ausgestanden oder ist lange vorbei und es hat sich auch ein bisschen gelegt. Aktuell sind beide Fanlager nicht mehr ganz so laut, aber man kann ja auch nicht durchgehen. Und das Spiel muss es natürlich auch hergeben. Das Spiel muss jetzt mal dafür sorgen, dass die Kulisse wieder voll da ist. Preußen jetzt mit dem Einwurf mit Julian Riedel nach vorne geworfen auf Dennis Grote. Grote wird da hart bedrängt und die Duisburger können klären, allerdings nur auf Kosten eines Einwurfs. So, die Preußen bauen auf, wieder über Julian Riedel, der Rechtsfuß legt den Ball auf Scherder. Scherder da auf Schmidt, der könnte jetzt Schöneberg mitnehmen, wenn er die ganze Viererkette mitnimmt, aber er nimmt Truppenbrot mit, Truppenbrot dann über seinen Umweg geht der Ball dann doch noch zu Schöneberg. Und jetzt werden sie aber angelaufen hier, Schöneberg spielt zurück zu Masuch, der muss ihn dann hier nach vorne spielen. Also das Aufbauspiel der Preußen sollte auch nicht zu pomadig werden. Pressing klappt jetzt ganz gut, der Duisburger, und die Preußen haben noch nicht so den Schlüssel, wie sie damit umgehen sollten.
Ich bin ja Fan davon, dass wir die dominierende Mannschaft sind und wir pressen. Das sieht man im Moment nicht. Aber wie Pavel gerade schon sagt, das Spiel hat sich doch so ein bisschen abgeflacht. Ja, viel Ballbesitz der Duisburger inzwischen, aber viel Raumgewinn kommen auch nicht. Wer wirklich stark ist auf Duisburger Seite, muss man sagen, ist der Onuekwu. Der steht wirklich immer frei und kann wirklich mit jedem Spiel eigentlich was anfangen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich finde nicht, dass er immer frei steht, aber er setzt seinen Körper so ein, dass er den Ball abschirmen kann. Das macht er echt gut. Aber solche Stürmer haben wir ja auch hier schon wieder. Der Ball gewinnt und der steht. Ja, Schiri wollte, glaube ich, kurz pfeifen, dann nimmt er den Vorteil. Jetzt gewinnt er mit einem ungenauen Pass und jetzt kann Preußen mal was. Könnte vielleicht mal Kapital draus schlagen. Rote, der Schöneberg ist auf Krone und Krone auf die rechte Seite. Jetzt ist Benjamin da frei. Benjamin, da könnte er aufs Tor gehen. Läuft er in den Strafraum. Was macht er? Schießt er? Er schießt und der Ball. Eigentor! 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 MSV Duisburg! Nee. Ach, doch! Zählt er? Doch, der zählt natürlich. Es war kein Abseits. Wie Pavel Radschal sagte, Benjamina wurde rechts freigespielt, startet Richtung Strafraum, brachte ihn flach rein und das Ganze sollte eigentlich eine Flanke werden. Richtiger Schuss war es nicht. Und in der Mitte eiskalt, der Duisburger stolpert ihn ins Tor. Die Preußen führen der Block der Rasse natürlich aus. Ja, das lässt sich doch richtig gut ein. Das war ein Kandidat für Kacktor des Monats, oder? Ja, ja, das war. Also den hätte er dann nicht mehr reinspielen müssen, der Duisburger Abwehrspieler. Er nicht mehr reinspielen müssen. Aber ich muss sagen, der Duisburger hat ihn wirklich eiskalt verwandelt. Ja, das war da nicht. Konnte selbst der gute Michael Ratajczak nichts daran machen. Ja, also da hat der Duisburger sich wirklich super Dingen. Es war ja von Benjamina auch gar nicht als Flanke gedacht. Das war einfach ein Torschuss und der war eigentlich schlecht, muss man sagen. Und der wäre auch weit am Tor vorbeigegangen. Aber dann springt er da rein, der Duisburger, nachdem Ratajczak auch noch kurz dran war. Ja, und jetzt ist hier haben die Preußen sozusagen das Beste draus gemacht, schöne Konter gefahren. Weißt du denn, wer das war? Rocky Krone war mit dabei. Nee, ich hab's auch nicht gesehen, welche Abwehrspieler das war. Der Torschütze. Nicht, dass er ein paar Monate bei uns spielt. Konnte nicht im Mittelfeld. So, jetzt halt Rote, schöner Pass rechts raus auf Julian Riedel. Der startet da Richtung Strafraum und wird dann auch noch gelegt. Aber Ball gespielt. Es wird, glaube ich, nur Einwurf geben. Ja. Ja. Eigentor wird jetzt hier auch gerade nochmal durchgegangen. Die wissen auch gar nicht, wer es war. 0-1 durch Eigentor steht auf ihrer Anzeigetafel. Ja, die wissen das schon, die machen das, die wollen ihn nur nicht vorstellen. Okay. Naja, Preußen jetzt Einwurf. Julian Riedel da im Passversuch auf Rocky Krone. Der war aber so misslungen, dass Rocky Krone den Ball nur ins Ausklären kann. So haben die Duisburger im eigenen Strafraum jetzt Einwurf. Ball noch nicht freigegeben. Der kommt jetzt hoch und weit auf Onuekwu. Aber Dominik Schmidt hat das mal aufgehört. Kopfball Dominik Schmidt. Inzwischen der Ball dann noch bei Jens Huckenbrot. Und der beruhigt das Spiel jetzt erstmal. Spielt hinten raus zu Simon Scheller. Der legt quer rüber zu Kevin Schöneberg. Und der versucht da Stefan Kühne einzusetzen. Der wird aber auch wieder massiv angegangen, sodass nur der Rückpass bleibt auf Dominik Schmidt. Und der mit einem Fehlpass, sodass Duisburg jetzt wieder im Ballbesitz ist. Da jetzt gerade Pierre de Witt. Letztlich versucht sich da schön durchzusetzen. Doppelpass. Versuch, aber da ist dann wieder der Kopf von Dominik Schmidt und die Preußen haben erstmal den Ballbesitz. 1-0, dann würde ich sagen, glückliche Führung, aber mir soll es egal sein. Die Preußen führen hier und haben jetzt den Ballbesitz. Jetzt hoher weiter Ball von Kevin Schöneberg auf Benjamina, aber da verliert er das Kopfballduell. Aber der Ball landet wieder im Aus, sodass Kevin Schöneberg die Möglichkeit haben wird, den Einwurf auszuführen. Ja. Preußen Münster jetzt, das war der Einwurf. War jetzt nicht gerade optimal ausgeführt, so kommt Duisburg wieder an Ballbesitz. Pierre de Witt hier, 30 Meter vom Tor, zusätzlich wenn er schießt, dann lässt dann Kühne stehen, ganz locker den Ball durchgedrückt auf Onuekwu, aber abseits. Ja, das war de Witt, der ist, auf den muss man aufpassen. Pierre de Witt, da hat er angetäuscht, wollte da aus 35 Metern schießen, geht dann ganz entspannt an Kühne vorbei und steckt den Ball durch zu Onuekwu, der aber etwas im Abseits stand. Das war eine gute Aktion und Glück gehabt, dass Onuekwu da diesen Meter noch im Abseits stand. Und jetzt gibt es den Abstoß, oder den Freistoß besser gesagt, von Daniel Maso, weit nach vorne gespielt. Der MSV kann sich den Ball aber wieder ergattern, spielt ihn zurück auf Ratajczak, um nochmal neu aufzubauen. Ratajczak, ja, hat jetzt viel Zeit, nimmt die Preußen haben jetzt gemerkt, sie dürfen sich gut zu stehen und dann vielleicht die Konter zu setzen, ab und zu mal, das reicht hier erstmal. 1-0 Führung ist ja auch top. Jetzt greifen sie hier den Abwehrspieler an, oder den Mittelfeldspieler Öztürk, den Ball gerade noch weiterspielen kann. Da wurde er von Benjamina und Krone bedrängt. Wenn man da den Ball in so einer Situation mal bekommt, dann ist der nächste gute Konter nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt die Duisburger mit de Witt, der jetzt einen Freistoß bekommt. Nee, es gibt Vorteil.
legt den Ball in die Mitte auf Zundi. Zundi raus auf Wolze. Wolze gegen Schöneberg setzt sich durch. Könnte hier schießen. Legt den Ball nochmal durch auf Zundi und wieder Abseits. Nein, kein Abseits. Kein Abseits. Und fast das Eigentor der Preußen. Aber da klärt Julian Riedel den Ball auf der Linie. Da war ja, Zundi vor der durch. Habe ich gesagt, in der Linie? Auf der Linie. Vor der Linie klärt ja. Er ihn noch. Aber das war ganz schön knapp. Und das wäre natürlich ein Kuriosum gewesen, wenn hier das nächste Eigentor in diesem Spiel gefallen wäre. Also, aber er klärt den Ball. Dann nach außen und es gibt jetzt die nächste Ecke, die zweite für den MSV Duisburg, genau vor der Preußenkurve. Da liegen zwei Spieler los, Nico. Ja, Ecke kurz ausgeführt, Doppelpassversuch, die Preußen haben einen Ball gerechnet, der kommt aber nicht. Der Schussversuch da, auf deinem Masoch, Pracke von deinem Masoch und da können die Preußen erstmal klären. Kevin Schöneberg drischt den Ball jetzt nach vorne und sofort nimmt Piosek Fahrt auf. Und läuft da den Michael Ratajczak, den Keeper des MSV an. Aber das können die Duisburger erstmal ruhig klären. Also hier geht es wirklich von den Chancen im Moment hin und her. Pierre de Witt und der Onoekwo, die bereiten uns echt riesige Kopfschmerzen. Da müssen die Preußen sich, glaube ich, noch besser darauf einstellen. Jetzt gerade wieder Onoekwo den Ball. Der stellt einfach seinen massigen Körper da rein. Und die Preußen kommen sogar hier in Ballbesitz. Doppelpassversuch, aber diesmal hat Julian Riedler aufgepasst. Gewinnt er den Ball, kann ihn zwar nur ins Ausklären, aber das war erstmal wichtig, damit wir diesen Angriff unterbinden. Einwurf inzwischen ausgeführt vom MSV, aber da haben jetzt Rothe und Julian Riedel erstmal aufgepasst, aber da jetzt auch und Onoekwo da im Strafraum, frei von Masoch, sich Simon Scherder komplett verschätzt, ist sein Boden hängen geblieben, aber Masoch kriegt den Ball, schnappt ihn sich, Mann, was sind das denn hier für Torchancen, die kommen teilweise wirklich aus dem Nichts, sei es gerade hier auf der MSV-Seite oder bei den Preußen, jetzt langer Abschlag der Preußen, Benjamin da im Pass von Passversuch da mit Benjamina, mit Krone, aber das gelingt noch nicht, aber die Preußen bleiben im Ballbesitz. Jetzt Trockenbrot legt erstmal rechts raus auf Kevin Schöneberg, dann wieder Doppelpass mit Krone, mit Trockenbrot, aber das misslingt hier völlig, sodass die MSV-Spieler jetzt wieder den Angriff starten können, das passiert auch 2-5, da müsste Dominik Schmidt eigentlich den Ball gewinnen, macht das auch erstmal und klärt den Ball ins Aus zum Einwurf für Preußen. Abstoß. Habe ich auch nicht so gesehen, ja, aber Schiri war ja nah dran. Vielleicht hört ihr gerade im Hintergrund die Preußen-Fans, die hier wirklich einen sehr guten Auftritt hinlegen. Vitali hat, glaube ich, gerade angestimmt. Ich glaube, das waren die paar Fans da, die da noch sind in dem anderen Block. Da sind ja noch so 20 Fans oder so, sitzen etwas auf der Gegend gerade und da haben die den Wechselgesang angestimmt. Der war zumindest sehr gut zu hören, das kann man sagen. Jetzt gibt es hier, glaube ich, kein Ergebnis, schade. Ich dachte, es würden ein paar Ergebnisse reingebracht über die Anzeigetafel. Das war noch nicht der Fall. Spannend wäre ja aus Münsteraner Sicht, wie die anderen da spielen, Stuttgarter Kickers und so weiter. Jetzt kommen die Preußen mal nach vorne, mal wieder nach längerer Zeit. Aber Dennis Grote hat den Ball bekommen. Ja, die MSV-Fans haben hier ein Spruchband gebracht. Anscheinend gab es unschöne Erfahrungen mit der Hamburger Polizei. Da wurde wohl zu viel Pfefferspray eingesetzt. Ich kenne die Hintergründe nicht, deswegen kein weiterer Kommentar dazu. Ja. Ja, jetzt gibt es den nächsten Abstoß hier von Ratajczak. Er bringt den Ball auf die rechte Seite aus Duisburger Sicht. Kopfballduell zwischen Ofuso Aguirre und Grote. Jetzt der Ball ist mal wieder bei Onoekwo. Und das ist schon beeindruckend, wie sicher der jeden Ball starker hier behauptet. Starker Spieler, das ist wirklich ein richtig starker Spieler. Also einfach nur diese Präsenz. Jetzt gibt es ein Foulspiel hier. Oh, doch kein Foulspiel. Piosek liegt da am Boden. Duisburg bleibt am Ball. Die Duisburger geben hier zumindest alles, um den Rückstand wieder auszugleichen. Sie sind jetzt auch einfach insgesamt ein bisschen aktiver geworden, was das Spiel in die Strafräume angeht. Jetzt machen sie den Doppelpass hier auf Wusoye auf der rechten Seite gegen Riedel, aber Riedel passt hier oft sehr gut auf. Duisburg kaum über links, meistens über rechts. Jetzt die Flanke hier von Wolze, aber den köpft Zundi eher zurück als aufs Tor. Und Grote mit dem langen Ball, den jetzt Öztürk dann ins Aus klärt und Preußen kann einmal kurz durchschnaufen. Ja, sehr auffällig, weil finde ich bei Duisburg, dass alles über rechts geht und über links wenig und über Duisburgs linke Seite ist ja im Endeffekt auch das Tor gefallen, als er sich Benjamina mal dahin hat fallen lassen. Jetzt der Fehler von Bajic und es kann Preußen mal wieder kommen. Es bahnt sich ein Konter an, wenn Schöneberg schnell spielt. Schöneberg auf Piosek und er hinterläuft ihn. Piosek geht aber in die Mitte, guckt mal, wen er mitnehmen kann. Ja, da war keiner frei, er muss dann zurückspielen auf Trockenbrot, der wieder auf den rechten Flügel auf Schöneberg und die Duisburger machen das gut. So dass sie den Konter im ersten Anlauf unterbunden haben. Und Kühne ist sogar dazu gezwungen, den Ball nach hinten zu spielen auf Scherder. Und Scherder, der steht ein bisschen neben sich gerade. Scherder jetzt gerade unnötiger Fehlpass. Der wird gar nicht angegangen. Und leider landet der Ball im Aus. Das darf natürlich nicht passieren, weil, wie gesagt, Pierre de Witt und Onoekwo und alle anderen Kollegen, die haben ja wirklich ein sehr, sehr gutes Offensivspiel.
Aber ich bin echt stark beeindruckt von den beiden. Zumindest von den beiden, oder? Ja, ja, machen sie gut. Jetzt kommen die Duisburger wieder, legen den Ball da zurück auf Ledgerwood, der mit dem Seitenwechsel wieder auf Ousoyer. Also man ist sehr, sehr auffällig, dass sie fast jeden Ball auf die rechte Seite bringen. Jetzt bringt er aber auf Ousoyer, geht mal selbst aufs Tor mit dem Schieß mit links. Der Ball wäre in den Karpaten gelandet, aber er wird abgefälscht und deswegen geht der Ball dann ins Außen. Es gibt die nächste Ecke, diesmal von der rechten Seite aus Duisburger Sicht. Und wieder gehen De Witt und Wolze da zum Eckball. Ich weiß nicht, ich selber verstehe das aber nicht, warum man zwei Leute da hinschickt. Ob es jetzt darum geht, irgendwie überraschen. Es geht immer darum, dass man einmal der Gegner überraschen kann und um Leute rauszuziehen aus dem Strafraum. Ja, das stimmt, aber das ist irgendwie. Ich finde das, ich persönlich finde es unnütz, und das, da kann man ja besser noch vorne einen reinstellen. Egal, der MSV kommt jetzt und De Witt bringt den Ball in die Mitte rein. Ball kommt hoch und da kann aber Riedel, glaube ich. Der Dominik Schmidt war es. Den Ball klären. Duisburg flankt aber nochmal rein. Die nächste Chance. Kopfball gewonnen. Dürfen wir es mit Duisburg und Nürkow in die Mitte. Zundi und auf der Linie gehalten von Maso. Ja, der war jetzt nicht besonders schwer zu halten, aber der MSV gewinnt da dreimal in Folge das Kopfballduell. Da sind sie im Strafraum. Da sind sie hoch überlegen und zweimal davon im Fünfer. Oh, das macht Masuch jetzt. Er spielt Riedel an in einer schwierigen Position, aber Riedel macht das gut, löst den Ball, löst die Situation gut und Benjamin kann sich aber nicht gegen Ofosu Aye durchsetzen, der den Ball gut abstirbt. Der wirft den Ball, die Duisburger machen das Spiel schnell über Ofosu Aye, der spielt den Ball jetzt aber zurück erstmal zu Markus Bollmann und ja, Preußen ist hier ganz klar auf Konter ausgerichtet. Das sieht man, die Mannschaft zieht sich viel zurück. Krone weit in der eigenen Hälfte. Piosek ist jetzt noch weit vor ihm. Jetzt hat der nächste Ball der Duisburger verlängert im Strafraum. Da ist ein Duisburger, ich weiß nicht, wer es ist. Und Wolze ist es, glaube ich, mit der Chance. Nimmt den Ball, den langen Ball da mit der Brust mit. Und dann ist er aber kein Rechtsfuß, sondern Linksfuß. Und er muss mit rechts abschließen. Säbelt auch noch ein bisschen über den Ball, sodass es nicht gefährlich wird. Aber so langsam... Aus neutraler Sicht ist hier der MSV-Ausgleich schon fällig. Ja, nach 35 Minuten. 35 Minuten sind gespielt. 35 Minuten sind ungefähr gespielt. Wie gesagt, Duisburg macht jetzt wirklich das Spiel und man kann sagen, dass die Preußen jetzt wirklich mal anfangen müssen, sie fühlen jetzt 1-0, aber sie müssen das Spiel mehr beruhigen, aber sie verlieren halt ständig Kopfballduelle, sodass Duisburg ziemlich leicht im Ballbesitz kommt. Jetzt auch gerade wieder. Hat Duisburg dadurch Pierre de Witt, der nicht der Größte ist, aber der gewinnt einfach die Kopfballduelle da im Mittelfeld. Ja, jetzt kommt der Ball hoch und weit auf Onuekwu, aber da kann Dominik Schmidt erstmal klären. Der Duisburger geht da doch sehr stark zur Sache. Kevin Wolze so ein bisschen unfair zur Sache, sodass der Schiri Freistoß pfeift für die Preußen. Alles weit in der eigenen Hälfte, sodass die Preußen sich jetzt erstmal wieder formieren können. Der Ball wird, denke ich mal, hoch und weit von Dominik Schmidt kommen. So ist es. Links raus auf Benjamina, da wird dann wieder das Kopfballduell verloren, sodass Duisburg wieder im Ballbesitz ist. Noch in der eigenen Hälfte durch Pierre de Witt. Auch dieser lange Ball von Pierre de Witt kommt erst noch nicht an, aber da passen die schon wieder auf und bleiben im Ballbesitz. Jetzt schön rechts rausgelegt. Duisburg jetzt könnte da flanken, aber Simon Scherer ist bei ihm und die Duisburger müssen dann erstmal den Rahmen fangen. Aber zur Not geht der Ball halt immer wieder zu Pierre de Witt und der hat immer wieder eine Lösung. Jetzt auch wieder schön mal die Seite verlagert da. Jetzt kommt die Flanke rein in den Strafraum und zusammen Simon Scherer und Dominik Schmidt haben da aufgepasst. Also auch dieser Befreiungsschlag, der landet dann immer wieder beim Duisburger. Jetzt hat Kevin Schönebeck mal aufgepasst und trifft den Ball hoch und weit auf Benjamina. Benjamina gewinnt da erstmal die Situation, aber der zweite Verteidiger von Duisburg kann den Ball sehr ruhig aufnehmen, sodass Ofosu Aye da jetzt rechts durchstarten kann. Riedel ist bei ihm, zweiter Kampf, aber ganz fair klärt Julian Riedel da zur Ecke. Sehr stark gemacht. Einwurf. Einwurf, was? Einwurf? Ja, komisch. Also, was der Schiri da manchmal... Ich habe es ganz klar als Ecke gesehen, der Schiri bei Linienrichter sagt, es war Einwurf. Jetzt wieder zweiter Einwurf. Zweiter Ball im Spiel. Ofosu Aye. Zweiter Ball im Spiel. Der ist inzwischen wieder raus. Einwurf ausgeführt, alles rechte Seite. Da wird versucht, mit Doppelpässen die Kollegen einzusetzen. Das misslingt an dieser Stelle völlig, sodass Daniel Masuch den Ball bekommen wird zum Abstoß. Ja, also ergebnistechnisch können die Preußen auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Das 1-0 ist wirklich sehr schmeichelhaft an der Stelle, obwohl die Preußen schon auch gute Möglichkeiten haben, aber insgesamt hat Duisburg doch hier noch die reifere Spielanlage und hat eigentlich auch die besseren Chancen. Naja, das kann aber aus Preußen, den gut 2.500 aus Münster, relativ egal sein. Ball jetzt hoch und weit freigeben. Aber auch da wird das Kopfballduell verloren gegen Tanju Öztürk. Aber der sollte da wohl unfair zur Sache gegangen sein, sodass es Freistoß geben wird. Das Ganze kurz hinter der Mittellinie in der MSV-Hälfte. Stefan Kühne hat den Ball nicht erst zurück zu Simon Scherer. Der
weiter rechts raus zu Dominik Schmidt, der jetzt wieder mit dem Mats Hummels Gedächtnis-Diagonalball, der halt bei einem Drittligaspieler dann oft ins Aus geht. So ist es bei Dominik Schmidt. Er ist zwar da nicht, leider nicht der Mats Hummels. Oh, und Nico. Alles gut bei dir? Ja, alles Nico, gut. Ich wäre hier fast vom Stuhl gefallen. Die Pässe sind auch manchmal schlecht von Dominik Schmidt, aber insgesamt macht er ja eigentlich eine ganz gute Saison. Ja, ja, klar. Für preußische Verhältnisse, die Saison ist ja, naja. Wollen wir nicht drüber sprechen. Wir haben dafür, dass wir darüber nicht sprechen müssen, haben wir dieses Spiel und dafür die Preußen 0-1 in der Schau ins Land Reisen Arena zu Duisburg. Wir haben jetzt noch, ich glaube, gute 5,5 Minuten offiziell zu spielen hier. Naja, gut, laut Anzeige darf es sogar noch länger, 7 Minuten, und die Preußen sind im Ballbesitz. Spielen den Ball auf Dennis Grote, der sehr zentral steht, versucht da Benjamin einzusetzen. Wird nichts, aber Krone läuft nach, mal gucken. Rateitschak wird angespielt, der wird zumindest zum langen Ball gezwungen, aber da ist Nueko, der gewinnt den Kopfballduell nicht. Der Ball fliegt aber über beide hinüber, deswegen hat Duisburg jetzt den Ball im Angriff. Über De Witt, der könnte rechts auf Ousouaie mitnehmen. Ja, De Witt könnte selbst schießen, der Ball kommt gar nicht so schlecht. Geht links und relativ weit links oben über das Tor und De Witt kann das deutlich besser. Ja, was kann man zum Spiel sagen? Also ich finde jetzt zwischendurch war es ja mal ein bisschen hektischer, aber ich finde inzwischen ist das Spiel dann doch etwas abgeflacht. Der MSV macht hier fast alles, hat das Spiel im Grunde im Griff, aber muss auf die Münsteraner Konter achten und die Preußen, sie sind glaube ich ganz zufrieden. Also sie könnten halt einen Tick besser dominanter auftreten. Sind dann in vielen Zweikämpfen unterlegen, gerade dieses körperlich robuste Spiel der Duisburger, da müssen sie sich erstmal dran gewöhnen. Aber die Duisburger, ja, so kommen ab und zu ihren Chancen, aber so ganz zwingend ist das jetzt gerade auch nicht, so dass das Spiel etwas abgeflacht ist. Man hört das auch immer an der Kulisse, so die Ultras machen ganz gut Stimmung, aber den gemeinen Fan, den normalen Fan, den reißt es hier nicht gerade von den Sitzen. Die Zuschauer sind hier ganz entspannt. Leider, man könnte jetzt sagen, so ein bisschen Sommerfußball, aber dazu ist es hier einfach zu kalt. Also das Ganze kann der Pavo euch auch erzählen, weil das Spiel abgeflacht ist. Die Preußen jetzt einen Ballbesitz, vielleicht wird es jetzt mal gefährlicher. Piosek setzt sich da schön durch und setzt schön rechts raus auf Trumbo. Der könnte schon Richtung Strafraum schreiben. Jetzt wird die Flagge reinkommen auf den Kollegen Markus Bollmann. Schade, da standen Benjamin und Krone bereit zum Kopfball. Aber der Ball landet leider auf den Kopf von Bollmann. Der köpft den Ball jetzt erstmal aus, sodass die Preußen im Ballbesitz bleiben. Markus Piosek da jetzt im Doppelpassversuch mit Trockenbrot, aber der guckt nur nach hinten, der kriegt den Kopf nicht nach vorne, sodass er das erst ein bisschen das Spiel verzögern muss, aber da jetzt schon der Doppelpass und Markus Piosek versucht da zwei Leute aussteigen zu lassen, wird am Ende dann noch runtergezogen, sodass es einen Freistoß geben wird. Das Ganze gut 20 Meter an der rechten Seitenlinie, also 20 Meter vom Tor an der rechten Seitenlinie. Auch dies wird Dennis Grote machen, der führt die Freistöße inzwischen, egal ob links oder rechts aus. Dennis Grote ist da unser Mann. Also da bin ich auch echt mal gespannt, wen wir für Dennis Grote nächstes Jahr holen. Nichtsdestotrotz, Dennis Grote ist unser Held erhalten geblieben. Ball freigegeben, der Ball kommt jetzt hoch und weit auf Wolze. Querschläger Wolze, aber der geht zum Glück für die Duisburger über den Kasten. Das war wirklich ein Querschläger, oder? Ja, es war ein Querschläger und der wurde aber nicht wirklich gefährlich, weil er dann doch relativ weit über den Kasten ging. Es gibt den nächsten Eckball für die Duisburger. Und ob sie Duisburger Fans, die lassen, obwohl der Grote in der Nähe der Duisburger Fans ist, den lassen sie in Ruhe. Denn sie wissen ganz genau, der wird auch nächstes Jahr hier für uns die Eckbälle. Die pfeifen schon. Oder die Preußen pfeifen, glaube ich. Ne? Nee, das sind die Duisburger. Egal, jetzt kommt der Ball rein. Dennis Grote bringt den Ball in die Mitte. Der kommt an den Ball. Ja, die Duisburger erstmal. Nueko kann im zweiten Anlauf klären und Zundi versucht den Konter zu starten. Ja, aber da hat Schöneberg gut aufgepasst. Den muss er auf jeden Fall haben und die Duisburger Pressen laufen so gut an, dass der Ball jetzt wieder bei Masoch ist. Masoch mit dem langen Ball, da lässt er nichts anbrennen. Versucht erst gar nicht, jemanden noch kontrolliert anzuspielen. Jetzt setzt Preußen aber nach, den zweiten Ball haben sie über Grote. Piosek lässt den Ball schön durch auf Benjamin, der ist wieder im Strafraum. Könnte den Ball jetzt mal links reinbringen, hält ihn relativ lange, hat keine Anspielstation, wird bedrängt von Ofuso Aye. Und der drängt ihn ziemlich weit nach außen, lässt sich dann fallen. Nee, es gibt Einwurf für Duisburg. Ja, da wollte Benjamin, glaube ich, einen Freistoß haben. Aber Ofuso Ayes Aktion wurde vom Schiedsrichter anders beurteilt. Und so gibt es den Einwurf, da der Ball von Benjamin ins Seitenaus gelangte. Langer Einwurf. Nueko gewinnt das x-te Kofferduell. Das nächste jetzt auch schon wieder. Kann den Ball aber nicht zum eigenen Mann bringen, sondern die Preußen kommen wieder. Aber Benjamin, wenn er den Ball da auf Piosek durchspielen kann, dann ist er durch.
Schade, und Scherder, jetzt passt Scherder mal wieder gut aus, sehr gut, das ist ja seine Stärke. Und wieder Scherder mit dem Kofferduell, aber jetzt, ja, da war er zu ungestüm leider. Den ersten Ball holt er sich richtig gut, jetzt bekommt Scherder eine kleine Ansprache vom Schiedsrichter, hatte sich da beschwert, nachdem Foul gepfiffen wurde. Ja, da war er etwas zu motiviert, glaube ich, reingesprungen. Ich glaube, den kann man schon geben, auch wenn es kein hartes Foul war. Ich habe es jetzt nicht so kritisch gesehen, aber gut, kann man lassen es geben. Bollmann hat jetzt erstmal den Ball, Freistoß, das Ganze an der Mittellinie, flach auf Pierre de Witt, der jetzt rechts raus auf Philo Fosayer, der ja wechseln wird hier, der die Duisburger verlässt Richtung Aalen. Der muss aber erstmal zurückspielen, weil die Preußen jetzt doch sich entschlossen haben, mehr das Pressing aufzunehmen. Und wird dann alles gemacht. Und wenn dann kein Spieler mehr frei ist, dann können sie sich auf Kingsley Onuekwu verlassen. Den Mann kann man wirklich hier immer anspielen. Der kriegt die Kirsche immer irgendwie ins Spiel. Und jetzt Flanke. Aber da ist Dominik Schmidt erstmal köpft raus auf den Stromboden. Und jetzt, wenn die Preußen jetzt schnell machen, dann kann es gefährlich werden. Groth hat inzwischen den Ball auf der rechten Seite. Wird der angegangen, legt das mal zurück auf Simon Scheller. Der weiter zu Stefan Kühne. Der legt rechts raus auf Markus Piosek, der ja unter der Woche auch für 2 Jahre verlängert hat. Ich denke mal, das ist auch ein Wechsel mit Signalwirkung. Aber die Preußen, die sind einfach hier nicht schnell genug, bleiben zwar im Ballbesitz, aber Raumgewinn findet eigentlich nicht statt, sodass die Duisburger genug Zeit haben, sich zu formieren. Jetzt wieder der Ronaldball von Dominik Schmidt, der kommt nicht zur Bahn und Dennis Rothe vernatzt er den Duisburger, versucht dann den Doppelpass mit Benjamin, aber da wird er ja so ein bisschen weggecheckt, sodass die Duisburger den Ball für sich behaupten können. Und schade, das war wirklich das erste super Diagonalball von Dominik Schmidt. Und jetzt haben die Preußen hier mal aufgepasst. Jens Truppenbrot hat inzwischen den Ball, geht dann da 5 Meter hinter der Mittellinie gelegt. Gefault. Und jetzt gibt es hier den Freistoß für den SCP. Da steht Truppenbrot gerade wieder auf. Kühne, Truppenbrot und Grote stehen da bereit, aber es ist jetzt keine Situation, die jetzt irgendwie torgefährlich werden könnte, deswegen noch locker zurückgespielt, der Ball lag an der Mittellinie. Jetzt ist man auf der rechten Seite, Schöneberg auf Benjamina, der kann den Ball behaupten, dann aber nicht mehr und da kann der MSV in Form von Kühne erstmal klären. Kühne geht hier auf beiden Seiten heute, also nicht zu verwechseln mit Stefan Kühne. Dann Piosek in die Mitte gelegt auf Krone, der Ball ist aber dann wieder außen mitgespielt von Truppenmod. Jetzt bringt Grote den Ball nochmal rein, der ist gefährlich und da passen die Duisburger gut auf. Und wenn der Ball durchgekommen wäre, die Flanke kam da in den Strafraum der Duisburger und ich glaube, Bollmann war es, der den Ball diesmal, Bollmann war übrigens auch der Eigentorschütze, der den Ball diesmal nicht ins Tor unterbringt, aber kurz vor Benjamina noch klären kann. Schöne Flanke hier von Grote und es geht weiter im Spiel mit einem Eckball und zum ersten Mal kommt dieser Eckball von der rechten Münsteraner Seite. Schöneberg bietet sich kurz an, zieht dadurch Ofusioye aus dem Strafraum. Und es gibt die nächste Flanke, abgewehrt. Und jetzt kann Duisburg immer kontern über De Witt auf Zundi. Zundi auf der linken Seite. Die Preußen machen das aber gut. Sind schon wieder mit 3 Mann hinter dem Ball. 4, 5. Das machen sie echt klasse. Und der nächste Ball von Ofusioye. Und es holt er den Freistoß raus. Das war dumm. Nee, es war gar nichts. Es war gar nichts. Da wollte Ofusioye, das hat der Schiri, glaube ich, ganz gut gesehen. Da wollte er gefoult worden sein. Hatte da Kart aufgenommen und hatte einen Mini-Kontakt dazu genutzt, abzuheben. Das war nichts und gut gesehen vom Schiri. Langer Ball jetzt von Masuch und der Schiri hat auch keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Das ist wahrscheinlich auch zu nass. Ja, 0-1 oder 1-0 aus Münsteraner Sicht. Alles läuft hier nach Plan. Die Leistung ist nicht überragend, aber danach fragt keiner. Es steht 1-0 durch das Eigentor von Markus Bollmann und sozusagen die Vorlage geht auf Kosten von Benjamina. Herzlich willkommen hier zurück zur zweiten Halbzeit. MSV Duisburg gegen Preußen Münster. Das Spiel ist gerade angefangen. Die Preußen im Ballbesitz hier mit Daniel Masoch, der hoch und weit erstmal abschließt auf Benjamina. Der kann da aber das Zweikampfduell nicht gewinnen, sodass Duisburg erstmal im Ballbesitz ist, oder Paul? Ja, wir haben jetzt dadurch, dass man hier über einen Aufzug erstmal hochfahren muss in den Pressebereich, vom Pressebereich unten in den auf die Pressetribüne und es relativ voll war und der Aufzug auch nicht immer top funktioniert, haben wir ein bisschen länger gebraucht. Waren noch kurz im Presseraum und deswegen wissen wir jetzt auch nicht, ob vielleicht Auswechslungen stattgefunden haben. Wir gucken aber mal eben drüber. Ich glaube, bei den Preußen sieht es nicht so aus. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Jetzt die Duisburger im Angriff. Auf Ossoyer legt zurück den Ball auf Ledgerwood. Ledgerwood weiß nicht, wohin mit dem Ball. Nochmal zurück zu Öztürk. Ja, jetzt bauen sie langsam auf. Also die allererste Spielsituation in der zweiten Halbzeit deuten darauf hin, dass Münster weiterhin kompakt stehen möchte und dann über Konter kommen
kommen muss und dadurch dann seine Aktion hat. Jetzt kommt über die rechte Seite Ofusu Ayer. Ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte der schon hatte. Der kann aber nicht weiterkommen, legt den Ball dann noch weiter auf rechts. Doppelpassversuch. Dann bleiben sie aber hängen. Denn Grote passt wohl gut auf und das Foul von Ofusu Ayer. Freistoß für die Preußen. Ja, die Stimmung wird weiterhin gut sein, denke ich. Diesmal gibt es zum Anfang der Halbzeit, also zum Beginn der zweiten Halbzeit, gibt es hier keine Pyro-Aktion. Das ist aber auch schon mal sehr... Großer Fahneinsatz, aber bei uns auf der Preußenseite... Großer Fahneinsatz, ja. Das ja, aber jetzt kommt hier ein Spruchband. Zebras sind nicht blau, sie sind schwarz-weiß. Naja, okay. So, jetzt aber da Situation für die Preußen. Da können die Duisburger mit Kevin Wolze erstmal klären. Aber da hat in der Abwehr dann auch Stefan Kühne und Simon Scherer zusammen aufgepasst. Aber der Schiri hat da ein Foulspiel erkannt, sodass Duisburg in der Preußenhälfte jetzt zum Freistoß kommen wird. Ja, aber da wollen sie schnell ausführen. Ofusu Ayer hatte da einen Sprint angelegt, aber David guckt nur nach links. Und da wurde es halt nichts raus. Jetzt hat David den Ball und alle Spieler, außer, ich glaube, Ledgerwood, sind jetzt auch alle Preußen, sind jetzt im Strafraum der Münsteraner versammelt. Der Ball kommt von David, wird hoch reingeschlagen, Versuch auf Bajic, ja, aber Kühne kann gegen ihn klären. Ledgerwood bringt den Ball wohl wieder hoch rein. Nee, er verlagert das Spiel nochmal auf die rechte Seite. Ofusu Ayer, diesen Namen hört ihr, glaube ich, am alleröftesten als Türk am Ball. Versucht er was zu machen. Es gibt ein Foulspiel. Oh, es gibt ein Foul. Und jetzt, das sah für mich nicht so aus. Da wollte er den Ball, glaube ich, nochmal hochlegen. Wird dann aber von, ich glaube, Grote war es, seinem zukünftigen Mannschaftskameraden gelegt. Und es gibt den nächsten Freistoß für Duisburg. Die Duisburger spielen jetzt auf ihre Fankurve und die MSV-Fans machen jetzt auch richtig Stimmung. Jetzt kommt wird der Ball reingegeben. Das ist natürlich wieder der Witt. Und alle starken Spieler sind da im Strafraum. Der Ball kommt wieder flach reingegeben. Chance für Wolze und Wolze. Was macht der denn da? Was legt war das den denn? Ball dann. Der hat völlig freie Schussbahn da aus 20 Metern. Ja, näher, 15 Meter im Strafraum war es. Und dann legt er den Ball mit der Innenseite da übers Tor. Und es wird hier nichts. Eine kurze Frage an Nico. Warum stehst du immer? Weil man dann bessere Sicht hat. Also man kann die ganze Atmosphäre, die hier auch vorherrscht, richtig gut aufnehmen. Für mich hat das einfach atmosphärische Gründe. Alles klar. Ja. Ich habe mich nur gefragt, weil der Kollege Nico gerade hier immer über mir thront. Und wobei eigentlich die Sitze hier sehr, sehr angenehm sind. Der Schiri hat jetzt gerade wieder gepfiffen. Ja. Er pfeift im Moment sehr kleinlich auch so Situationen, wo man nicht raus erkennen kann, warum pfeift er das eigentlich. Aus irgendeinem Grund hat er jetzt Freistoß für Duisburg gepfiffen. Nehmen wir es einfach mal so hin. Der Schiri hat ja immer recht. Und Duisburg jetzt im Ballbesitz. Kevin Wolze legt erstmal rechts raus. Aber alles noch in der Hälfte der Duisburger, die jetzt keinen Raum haben. Und man merkt jetzt bei den Preußen, die haben in der Halbzeit gesagt bekommen, presst mal mehr. Jetzt wird mich hier richtiges Pressing durch Benjamina Krone und Piosek durchgezogen. Und auch Kevin Schilleberg hat sich weiter nach vorne orientiert. Aber die Duisburger bleiben erstmal im Ballbesitz. Aber ihnen bleibt noch die Möglichkeit, ihren Torwart mehr ins Spiel einzubinden. Weil, wie gesagt, die Preußen einerseits gutes Pressing zurzeit machen, aber auch sehr kompakt stehen. Das ist so ein kleiner Schlüssel, denke ich mal, für die zweite Halbzeit, weil ich Ralf Lose, denke ich mal, auch gesagt haben, dass wir hier nur einen Konter setzen müssen und es dann 2-0 steht. Jetzt aber kann der Duisburger recht unbefreit durch den Strafraum wirbeln, aber da der Doppelpass mit Pierre David bis links zum Glück, weil Kevin Schöneberg aufgepasst hat. Preußen jetzt im Ballbesitz, jetzt rumboot. Schöner Schippball, da wird versucht Benjamin einzusetzen, aber der kann relativ problemlos vom Duisburger abgefangen werden und der Eigentorschütze Bollmann hat jetzt erstmal den Ball, legt rechts raus, aber Dennis Rothe ist dann erstmal da, stellt sich wieder hinter den Ball. Duisburg, das ist im Hintergrund, die Fans kommen jetzt, weil, wie gesagt, Pavo hat es ja schon gesagt, die Duisburger spielen jetzt auf ihrer Heimkurve, aber das sollte uns Preußen nicht schocken. Jetzt Ballgewinn da von Kevin Schöneberg, aber der Pass zu Benjamina, der war dann doch ein bisschen schlecht, sodass Duisburg weiterhin im Ballbesitz bleibt. Jetzt wird rechts rausgelegt, da ist der Duisburger schon im Strafraum, rechte Seite, packt in die Mitte, aber in der Mitte ist zum Glück Simon Scherder, der drischt den Ball erstmal hinter die rechte Seitenauslinie. Es gibt zwar einen Wurf für Preußen, aber das hat er gut geklärt, oder? Pavo? Bitte? Das hat er gut geklärt, der Simon Scherder. Hat er super gemacht, ja, sorry. Ich habe mir gerade die Kopfhörer abgenommen, weil es hier so laut ist. Die MSV-Fans legen jetzt richtig los. Und MSV ist wieder im Angriff über die rechte Seite. Überall für Ofusu Ayer, kann den Ball in die Mitte legen. Und da ist Sundi! Und er spritzt am Ball vorbei. Uiuiui, da haben die Preußen nicht aufgepasst. Maso regt sich jetzt auch auf. Geht da ins Zwiegespräch mit Stefan Kühne. Da die Duisburger kommen jetzt immer intensiver ins Spiel.
Ja, das war eine gute Aktion. Das war eine gute Aktion der Duisburger. Die kommen dem Tor, wie gesagt, immer näher. Und es gibt aber im Endeffekt, dadurch, dass den Ball keiner erreicht hat und der ins Ausging, ins Tor aus, genauer gesagt, gibt es den Abstoß jetzt von Daniel Mason. Oh. Und ja, langer Ball nach vorne, Benjamina. Doppelpass mit Grote. Und jetzt kommt Krone, bringt den Ball da in den Strafraum rein, aber Ratajczak ist da. Da hätte Benjamina den Ball um ein Haar noch bekommen. Ja, währenddessen versucht Pavo nochmal die Halbzeitergebnisse oder die aktuellen Zwischenstände der anderen Plätze zu bekommen. Die schon im Ballbesitz, aber Dorian Spiel köpft den Ball jetzt erstmal zu Dennis Grote, sodass die Preußen schön den Ball gewonnen haben, müssen da jetzt ein bisschen aufpassen. Machen sie auch, Riedel jetzt schön rechts eingesetzt. Das Ganze gut 5 Meter hinter der Mittellinie. Erstmal zurück zu Stefan Köhne, der weiter zu Dennis Grote. Dennis Grote da im Zweikampf gegen 2, gegen 3. Setzt sich da erstmal durch, fegt in die Mitte zu Druckenbrot. Der rechts raus Kevin Schöneberg. Der hat jetzt das Spiel, ganze Spiel vor sich. Das hat er zurück auf Jens Truppenbrot. Und ja, der geht dann in den Zweikampf. Doppelpass mit Grote. Der kann dann den ersten Ball bauen. Setzt es jetzt schön mit der Flanke Benjamina ein. Aber der Schiri hat, der Linienrichter hat seine Fahne gehoben. Und das heißt, das wisst ihr alle, Abseitssituation durch Benjamina. Schade, schade, war eigentlich ganz gut freigespielt. Ja, Pavo, was waren die anderen Plätze? Ja, ich mach mal Kaffee mal eben wieder zu. MSV jetzt im Ballbesitz, Babar jetzt, der nimmt Kühne mit, den wir zum ersten Mal sehen auf der linken Seite, wird selten eingesetzt. Dann Zundi, ja, ich konnte die Halbzeitergebnisse nicht nachgucken, denn ich habe hier weiterhin keinen Empfang. Das tut mir leid, Nico. Du kannst vielleicht mal gucken, ob du hier über das Internet was rausbekommst. Ja, das ist schlecht, nicht das nahe der Radio von mir ist, aber... Alles klar, ja, dann müsst ihr noch ein bisschen ohne auskommen, aber ich glaube, ihr seid ja wahrscheinlich alle am Rechner, da können Sie eben selbst nachgucken. Wir haben in der Halbzeit erfahren, dass Osnabrück 0-0 steht und wen Wiesbaden führt. Genau, Osnabrück... Wien Wiesbaden führt, das ist ja das Entscheidende im Rennen um Platz 4, was ja noch wichtig ist. Zumindest für den MSV Duisburg wäre es noch entscheidend. Die könnten noch Vierter werden, Preußen ja nicht mehr. Jetzt müssen wir aber aufpassen, gehen wir wieder ins Spiel. Und Pierre de Witt, diesmal bringt er einen Freistoß rein von der linken Seite. Der Schiedsrichter ist aber noch im Strafraum, hat da noch ein bisschen was zu klären. Zieht sich da jetzt Dennis Grote raus und auch ein Duisburger Spieler, Fuso Oye ist es, glaube ich. Da gibt es nochmal ein kleines Gespräch. Nee, Wolze war es. Die beiden zukünftigen Mannschaftskameraden. Jetzt wird der Ball von links mit rechts reingeschlagen. Piosek als Ein-Mann-Mauer noch davor. Gedewitt hebt den rechten Arm, bringt den Ball in die Mitte rein. Aber da sind nur Preußenspieler und Dennis Groth. Kurt Schöneberg kann den Ball klären. Fosuoye ist dann sein Adressat. Der Ball kommt wieder hoch in den Strafraum rein. Weil die Preußen machen das jetzt ganz gut. Haben da zumindest in ihrem eigenen Strafraum eine gute Lufthoheit. Und jetzt... können sie aber ihrerseits nicht kontern, den Truppenbrot lässt sich da ablaufen. Jetzt der Ball in den Strafraum auf Onuekwo versucht und das war, glaube ich, ein Foul, aber Scherder ist gut dabei. Scherder hat sich jetzt ein bisschen besser auf Onuekwo eingestellt. Das ist für ihn aber auch so eine Art Meisterprüfung, diesen den jungen Preußen-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ah, jetzt aber Zundi, macht da zwei Leute, das schöne Werk. Und Schmidt, Wolze in die Mitte gelegt und da ist Onuekwo aber auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ja, wenn er den bekommen hätte, das wäre stark gewesen. Jetzt Benjamina hat den Ball vorne. Benjamin hat den Ball an der Mittellinie, wenn er den behauptet hätte, das wäre stark gewesen. Aber jetzt müssen wir weiter aufpassen, denn die Duisburger kommen immer wieder jetzt über Steiger davon und legt den Ball in den Strafraum. Etwas zu weit für Onuekwo. Also, Scherder und Schmidt, die beiden müssen jetzt richtig gut aufpassen, denn der MSV, er kommt jetzt fast schon im Minutentakt da zu sehen im Strafraum. Also hat der Pavo auch recht, also was der MSV hier offensiv abbrennt, das ist aller Ehren wert dafür, dass der MSV volle Saison hatte, nur 3 Wochen Zeit hatte, so eine Mannschaft zusammenzustellen. Ist das wirklich allererste Sahne. Wie gesagt, Scherder hat sich jetzt besser eingestellt, aber hier ist das Ding noch lange, lange nicht durch. Also da müssen die Preußen auch selber noch jetzt aktiver werden. Auch der lange Abschlag war dann sofort erstmal wieder beim Duisburger, weil die Preußen einfach die Kopfballduelle nicht gewinnen. Jetzt auch wieder da wird versucht, da hatte dann Kühne mal schön aufgepasst, aber auch da tick-tack wird der Ball dann irgendwie verloren und die Duisburger bleiben im Ballbesitz. Ja, jetzt legen sie den Ball auf die rechte Seite mit Markus Bollmann. Der nimmt De Witt mit, also Pierre De Witt und Noeko, die machen hier sehr, sehr viel Betrieb. Auf die linke Seite rüber gespielt. Schöneberg kann Kühne da nicht am Ball sitzen hindern. Ledgerwood legt den Ball in die Mitte weiter auf De Witt. Doppelpass mit Noeko, das sieht fußballerisch sehr, sehr gut aus. Aber dann schlecht gespielt von Noeko. Und Preußen kann aber auch nichts raus, auch nicht Kapital rausschlagen. Die müssten nach vorne, wenn sie den Ball mal haben, dann aber auch besser spielen. Jetzt der Ball vielleicht mal von Krone, aber auch schon wieder zu schlecht gespielt, zu weit. Jetzt der Fehler aber von Ratajczak genau in die Beine gespielt von Stefan Kühne auf Grote gelegt, Grote mit dem langen Ball in die Mitte, Piosek kann ihn aber nicht kriegen, denn da passt Bajic auf, der Routinier. Und MSV fängt
den Ball ab und kann jetzt ihren nächsten Angriff einleiten. Machen das aber erstmal sehr entspannt, spielen nochmal hinten rum. Der Ball wird auf die rechte Seite gespielt, auf Markus Bollmann, auf Ofusu Aye. Ofusu Aye da versucht mit Hackentrick, tut den Ball nochmal nach hinten. Jetzt der Seitenwechsel, Kevin Wolze, schlecht angenommen, aber trotzdem weitergespielt auf die linke Seite, auf Kühne, der seltener Ball ist. Gar linksfuß ist, versucht den Ball trotzdem in die Mitte zu bringen, der Ball kommt, aber Ofusu Aye kann den Ball nicht annehmen. Ja, und Redko kann den Ball nicht annehmen, denn Dominik Schmidt passt super auf. Klärt den Ball in Seiten aus. Ja, was jetzt aber auffällt, die Duisburger spielen sehr dominant, haben sehr, sehr viel Ballbesitz. In der Abwehr stehen wir sattelfester als noch zu der ersten Halbzeit. Also ja. Scherler und Dominik Schmidt holen im Moment noch alles raus. Das ist ganz gut. Jetzt auch wieder fast Doppelpass-Tilt-Versuch, aber Rode rettet das. Und jetzt auf einmal kann es richtig schnell gehen. Benjamina ist da auf der rechten Seite freigespielt worden. In der Mitte steht Rory Krone. 2-3 Preußen da, aber 5-6 Duisburger. Und die Flanke landet auf dem Kopf eines Duisburgers. Und es wird den nächsten Eckball für unsere glorreichen Preußen geben. Ja, das Ganze vor der Kurve der Preußen, die da auch nochmal Spruchband hochhalten. Und zwar 10 Jahre unterwegs für den SCP. Alles Gute, X-Viertel-Crew. Kreuzviertel. Kreuzviertel. Ja, natürlich, aber man darf auch X-Viertel sagen, wenn man ein bisschen behämmert ist. Aber ja, nichtsdestotrotz. Freistoß, Ecke jetzt, Grote. Der kommt hoch und weit diesmal rein. Kopfballversuch, der kommt auf den Kopf von Benjamina, aber der kriegt leider überhaupt keinen Druck dahinter, sodass er übers Tor tröpfelt. Schade, die Flanke war ganz gut. So wird aber Ratajczak sich jetzt den Ball schnappen und seinerseits nochmal zeigen, dass er auch Abstöße kann. Ja, ihr hört es vielleicht über die Außenmikros, die Stimmung ist immer noch bombastisch. Ja, der Ball kommt jetzt auch wieder auf den Kopf von Dominik Schmidt, der köpft den erstmal hoch im Wald. Da versucht Benjamin ein Kopfballduell zu gewinnen, schafft das aber erstmal nicht. Aber Kevin Schöneberg hat auf der Seite schön nachgedreht. Weiter zu Piosik, der setzt sich da schön gegen drei durch. Aber der letzte Kollege Kühn von auf Duisburger Seite kann ihn da stoppen, sodass Duisburg erstmal wieder den Ball hat. Die legen jetzt erstmal den Ball zurück auf Bollmann, wollen ihrerseits das Spiel beruhigen. Rechts rausgelegt auf den Kollegen Ofusu Aye, aber dann auch wieder zurück. Ja. Nach hinten. Das, also was glaubst du, sind die Duisburger, ist das zumindest was sie machen sollen oder müssen sie einfach mal einen Gang zurückschalten, um wieder Luft zu holen? Ich weiß auch nicht. Also jedenfalls merkt man ganz klar, dass Duisburg sich vor heimischem Publikum, vor diesen tollen Fans auch nicht mit einer Niederlage verabschieden will. Wir haben ja viele Spiele zu Hause verloren, also sind eher eine Auswärtsmannschaft. Zuletzt war der Trend dann aber ein etwas anderer. Man konnte zu Hause dann doch die meisten Spiele gewinnen. Aber natürlich will man sich hier noch ordentlich verabschieden. Ofusu Aye geht jetzt in Richtung Strafraum. Doppelpass versucht mit so einem Niederbeiß in der Mitte. Und Uekwo alleine vom Tor. Und Masuk hält den Ball. Weltklasse-Manier nach. Aber die Situation ist noch heiß. Aber da hat Uekwo war da alleine vorm Tor. Er war da ganz genau einen Meter, glaube ich, noch vor Masuk. Hat eine gute Chance. Und Masuk mit einem tollen Reflex. Da war. Wird natürlich auch etwas angeschossen und das müssen wir aufpassen, denn Onuekwo ist schon wieder im Strafraum, wollte sich da gegen Scherler durchsetzen. Ja, dieser Kingsley Onuekwo hat nicht umsonst 14 Treffer gemacht, ist damit der drittbeste Torjäger der dritten Liga und die Fans sind voll da und feuern den MSV an. Ja, die Preußen müssen jetzt wirklich aufpassen. Da Onuekwo, der wird nicht mehr viel liegen lassen, aber das muss man auch glanzklar sagen, war von Daniel Masuch eine Weltklasse-Parade. Das erinnerte mich so ein bisschen an Oli Kahn früher, so dieses, also einen Meter da diesen Reflex rauszuholen. Sehr schön, Daniel. Viele sagen ja immer, dass er keine Unhaltbaren hält, aber das war definitiv mal ein Unhaltbarer. Also damit hält er den Preußen die Führung fest. Ja, so ist es. Also die Preußen können inzwischen wirklich glücklich sein, dass es hier immer noch 0-1 steht, weil die Duisburger wirklich inzwischen klasse Tormöglichkeiten vergeben. Aber wie das rausgespielt wird von Duisburger Seite, ist schon stark. Jetzt kann der Rote das schön mal jetzt vom Boot einsetzen. Der rechts raus auf Benjamina. Sind schon in der Hälfte der Duisburger. Benjamina auf der rechten Seite. Wird er jetzt hier in den Zweikampf mit Bäumer gehen. Rutscht halb aus, aber behauptet auch den Ball. In die Mitte gelegt zu Markus Pilleris. Der rechts raus zu Kevin Schönebeck. Kevin Schönebeck ist jetzt schon am 16er. Wird jetzt die Flanke reinbringen. Verarscht er den Duisburger. Dreht den Strafraum und Schuss. Aber abgeblockt von einem Duisburger. Schade. Das war fast wie in Rostock, wo er in die Mitte gestanden war und den Ball in Rostock schön im Winkel geschweißt hat. Aber es gibt Einwurf für die Preußen und gleichzeitig ein Wechsel auf Duisburger Seite. Doppelwechsel sogar. Die Nummer 32, Gerrit Wickham, der Ex-Osnabrücker wird kommen. Und die Nummer 8, Dennis Alcicek. Dafür gehen zum Glück Kingsley Onuekwu, der ein bisschen vom Platz gerumpelt ist. Und der Kollege... Ich kann es gar nicht sehen. Ich glaube, Letcherwood ist es, ne? Letcherwood? Ja, Nikolas Letcherwood.
Schöner Name übrigens. Er hat auch den Platz verlassen. Das ist eigentlich ganz gut für uns, oder? Ja, ich glaube, das ist anscheinend ist er irgendwo verletzt. Er humpelte so ein bisschen. Ich habe es auch nicht gesehen. Vielleicht will man ihn da, will man da auch im letzten Saisonspiel nichts mehr riskieren. Aber den jetzt aus sportlicher Sicht rauszunehmen, das hätte natürlich keinen Sinn gemacht. Der hat natürlich gerade die Chance vergeben, aber so, ich glaube, so hart ist Carsten Baumann auch nicht drauf, dass er ihn deswegen rausnimmt. Der muss schon verletzt gewesen sein, hat ja ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Und jetzt, das ist natürlich für Münster die Chance jetzt, denn Gerrit Wickham, der hat sich hier noch nicht so gut eingefügt in Duisburg. Der hat, war ja früher, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, in Osnabrück. Ja, der war in Osnabrück, unter Wollitz, glaube ich. Eine Saison in Osnabrück, genau, hat er, glaube ich, richtig viele Tore geschossen. Und hat eigentlich Potenzial. Jetzt das Foulspiel und die erste gelbe Karte vielleicht im Spiel. Ja, der Schiri überlegt und er gibt Wolze die erste gelbe Karte im Spiel nach Foul an Schöneberg. Ja, das war auch, den hat er ordentlich abgeräumt. Freistoß wird es geben. Es gibt den 30 Meter vorm Tor, ziemlich zentral. Genau. Ja, es ist zu weit, um direkt zu schießen, aber Grote wird den Ball, nehme ich mir an, in den Strafraum geben und dann auch sonst einen Kopfball hoffen. Ja, das sieht jetzt ziemlich lustig aus, wenn da so 7-8 Duisburger nebeneinander stehen. Das sieht wirklich aus wie blaue Zebras. aber das Grün gesellt sich jetzt auch dazu. Ein paar Preußen werden versuchen, den Ball aufzunehmen. Der kommt gut auf den Kopfball! Kopfball war es, glaube ich, Schmidt, aber der geht leider 2-3 Meter rechts am Pfosten vorbei. Und die Duisburger in Form von Michael Ratajczak wollen das Spiel sofort schnell machen, aber da hat sich der Dominik Schmidt, glaube ich, war es, doch bei der Kopfballaktion verletzt. Da haben sich zwei Spieler verletzt, auch ein Duisburger steht auch ein Duisburger ziemlich benommen. Aber Dominik Schmidt, das kann ich sagen, aus Preußens Sicht, steht schon wieder auf. Guckt kurz zum Duisburger, erkundet sich, was da war. Die sind, glaube ich, mit den Köpfen zusammengebracht. Schade, schade. Ansonsten war es eine sehr gute Chance. Ja, im Preußenblock, das Spiel ist inzwischen unterbrochen, ist massiver Fahneneinsatz. Sieht sehr, sehr schön aus. Also, was die Preußen hier im letzten Saisonspiel nochmal abliefern von Fanseite, ist wirklich aller Ehren wert, oder, Pavo? Ja, man kann es auch sehen, wenn die Preußen-Fans in einem Block stehen, in einem Stadion mit einer guten Akustik, genau dann sind die Münsteraner auch laut. Also ich finde, bei Heimspielen in diesem alten Stadion, das wir haben, das ist nicht immer optimal. Da könnte man trotz der guten Quantität an Fans, trotz der Masse, könnte man da eigentlich viel mehr rausholen. Aber jetzt in so einem Stadion sieht man mal, was hier möglich ist, wenn auch alle Fans natürlich zusammenhalten. Mhm. Und die Preußen, die haben jetzt ein bisschen Oberwasser, haben jetzt die Chance, hier den Ball zu verlängern über Piosek, aber da kommt Krone nicht ganz an den Ball. Zurückgespielt auf Kevin Schöneberg. Duisburg hat jetzt seit vielleicht 3-4 Minuten keinen eigenen Angriff mehr zustande gebracht. 25 Minuten vor dem Ende wieder etwas, auch vielleicht auch bedingt durch die Wechsel ein bisschen an Fahrt rausgenommen. Langer Ball der Münsteraner jetzt auf Benjamin. Das macht er gut. Benjamin gegen 2 und dann Foul spielt. Das muss auf jeden Fall eine gelbe Karte geben. Die nächste gelbe Karte, die Duisburger vielleicht. Hatte der nicht schon gelb? Vielleicht müssen sie jetzt. Nee, das ist Öztürk. Vielleicht müssen sie jetzt dem hohen Tempo hier Tribut zollen und Preußen hat jetzt gerade wirklich die Chance, etwas besser wieder ins Spiel zu kommen. Ja, du hast es ja auch gerade angesprochen, diese Wechsel, die sind jetzt schon eindeutig. Weil da dieser Ono Ekbu, da wussten die Duisburger immer, der ist anspielbar, den kann ich anspielen, noch so dreckig, aber der nimmt eben den Ball und der hält dann auch den Ball, sodass die Duisburger immer nachrücken konnten. Also man merkt schon, dass Duisburg jetzt noch einen kleinen Bruch im Spiel hat. Und vielleicht auch, sind auch viel gerannt, viel jetzt in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt Freistoß Preußen. Der kommt hoch und weit wieder auf Schmidt. Kopfball! Oh, auf der Linie! Kriegt Ratajczak die Hände noch dran. Der war ein sehr, sehr guter Freistoß von Dennis Grote. Und ein super Kopfball rechts unten. Sollte er einschlagen, aber im letzten Moment Michael Ratajczak seine Zebrafäuste noch dran. Und, so gibt es Ecke für Preußen Münster. Und wer wird das machen? Ihr wisst es. Dennis Grote, links oder rechts, Dennis Grote wird es machen. Kevin Schöneberg bietet sich kurz an, um ein paar Duisburger rauszuziehen. Aber der Ball wird hoch und weit reinkommen. Da ist der Kopf von wieder Dominik Schmidt. Also der macht jetzt hier einen Kopf von einem anderen. Aber der ist leider ein bisschen zu hoch. Aber es gibt Ecke, weil wohl zuletzt ein Duisburger dran war. Das heißt, Dennis Grote kann stehen bleiben. Kevin Schöneberg gesetzt sich wieder zu ihm, um da zwei Duisburger rauszunehmen aus dem Strafraum. Und ganz vorne schleicht sich Simon Scherner auch herein. Aber dieser flach auf, Markus Piosek, schade, der kam leider nicht an. Das war komplett überraschend. Alle waren hier ziemlich verdutzt. Die Tribüne war auch sehr erstaunt. Wenn er den angenommen hätte, hätte es ihn, glaube ich, gescheppert. Aber schade, schade. Im letzten Moment kriegt er noch ein Zebra seine Streifenbeine dazwischen, sodass es Einwurf geben wird durch Kühn. Also den Kühn auch von Duisburger Seite. Genau. Der legt erstmal zurück auf seinen Kollegen und dann auf Wolze, der weiter links raus auf Bollmann, der schon getaped zu sein scheint. Das ist, glaube ich, der Mann, der den Kopf da gerade mit Dominik Schmidt hatte. Genau.
Der Doppelpass, der klappt auch jetzt. Jetzt auf der rechten Seite, Duisburger mit Ofuso. Jeder kann den Ball in die Mitte bringen, bringt ihn auch lang rein. Und Chance für De Witt, der kommt hier frei an den Ball, schießt ihn dann aber. Ja, der schießt ihn so hoch, dass er über den Abfangzaun noch drüber geht. Und dass die Duisburger Fans da in der Nordkurve und in der Nordgrade den Ball sogar fangen können. Ja, das war nach längerer Zeit mal wieder eine Offensivaktion der Duisburger. Ansonsten macht Münster das hier sehr, sehr stark. Die machen es reicht. Es reicht, das, was Münster bringt, es reicht hier, um weiterhin die Führung zu sichern. Und ja, was man dem Duisburger wirklich vorwerfen kann, dass sie aus ihren Chancen insgesamt zu wenig machen. So ist und, es im Fußball, ne? Ja, der Ball rollte jetzt hier beim schnell ausgeführten Freistoß der Duisburger. Und das letztendlich kann man schon sagen, dass Preußen eigentlich glücklich führt. Aber wenn man halt die Chancen überhaupt nicht macht, dann darf man sich auch nicht beschweren. Und, ja, oder? Aber so ist es auf jeden Fall. Ja. Und MSV kommt über die linke Seite. Aber nee, angetäuscht einer nur. Jetzt Wegkamp im Doppelpass. Wegkamp, der neue Stürmer, abgefälscht der Ball, den Wegkamp dann aufs Tor bringen möchte. Ja, da haben sie es mal versucht wieder. Und es ist auffällig, dass der MSV auch nicht wild draufschießt, sondern auch immer versucht, nochmal im Strafraum Doppelpass zu spielen. Dadurch wird es dann auch oft gefährlich, aber jetzt waren die Preußen wirklich da und die vielbeinige Abwehr der Duisburger, sie ist da. Jetzt wird die Ecke kurz ausgeführt, Wolze bringt den Ball danach noch in den Strafraum, schlecht gemacht, denn Münster könnte jetzt kontern über Sterda, wenn er den Ball behauptet. Foulspiel. Und es war jetzt das Foulspiel, aber Fuse hier regt sich da auf, möchte nicht, dass er, hatte da kein Foulspiel gesehen, aber das war wohl, er war wohl etwas zu spät und setzt erst Sterda um, der den Ball klären wollte und trifft dann den Ball, der da auch sowieso in Seiten ausgegangen wäre. Freistoß also für Preußen Münster und Riedel nutzt die Gelegenheit, um Masuch nochmal mit ins Spiel einzubinden. Masuch jetzt auf die rechte Innenverteidigerposition auf Dominik Schmidt und der mit einem seiner langen Bälle Außenriss, aber irgendwie schlecht mal wieder Außenriss und relativ flach. Krone beschwert sich da, dass ein Handspiel im Spiel gewesen sein soll. Der Linienrichter vielmehr hat es dann auch gesehen und es gibt den Freistoß für Preußen Münster. Schöneberg oder Kühne werden jetzt ausführen. Ja, da ist, glaube ich, Kühne in einem seiner letzten Freistöße, muss man sich auch noch mal vor Augen führen, dass der heute zum letzten Mal hier dabei ist. Der Stefan Kühne, vielleicht wird ihm ja lose noch den Abschied gleich gönnen, dass er zumindest vor den Auswärtsfans noch mal gefeiert werden kann. Kühne legt den Ball jetzt auf die rechte Seite auf Schmidt und kommt der nächste lange Ball mal an? Ja, der könnte ankommen. Nein, Benjamina ist in Position gelaufen, aber Bajic, der sehr aufmerksame Innenverteidiger, der alte Recke mit seinen 34 Jahren, holt sich den Ball. Duisburger jetzt nochmal vor, so jeder legt den Ball auf die rechte Seite, aber den kann der Duisburger, ja doch, kann er noch gerade noch kriegen. Es gibt Ecke, denn Julian Riedel, der für mich auch wieder ein gutes Spiel macht, kann den Ball dort ablaufen. Er hat sehr, sehr viel zu tun im Vergleich zu Kevin Schöneberg, weil die Duisburger immer über rechts kommen und die werden jetzt über De Witt die nächste Ecke reinbringen. Der wird auch nicht cool spielen. Duisburger ist mit gar nicht so vielen Leuten vorne, da sichern jetzt relativ viele ab, haben vielleicht auch Angst vor den Kontern der Preußen. Der Ball kommt zu flach rein, ist aber, oh, der geht über durch Freund und Feind vorbei. Das ist selten, dass so eine flache Ecke im 16er von keinem Spieler berührt wird. Und so hat Rocky Krone den Ball auf der rechten Abwehrposition, spielt ihn, will den Ball nach vorne spielen, aber ein Duisburger kann erstmal klären. Ja, 20 Minuten noch, Preußen jetzt gerade mit Einwurf. Also der Matchplan für die letzten 20 Minuten der Saison heißt für mich, wir sollten versuchen, hier Nadelstiche zu setzen, richtig vernünftige Konter, weil die Duisburger, die haben ordentlich Gas gegeben in der zweiten Halbzeit und das merkt man auch so ein bisschen, sie müssen hier so ein bisschen Tribut zollen, jetzt auch dieser lange Pass da rechts raus, so wie Dominik Schmitz hier auch oft spielt, misslingt jetzt auch mal auf Duisburger Seite, sodass Preußen relativ einfach jetzt zu einer Einwurfsituation kommt, sind noch in der eigenen Hälfte, aber Stefan Kühne bietet sich da an. Drischt den Ball, will den erstmal nach vorne dreschen, aber ein Duisburger ist da mit dem Bein zur Stelle, sodass der Ball wieder ins Seitenhaus landet und Julian Riedel das Ganze nochmal wiederholen kann. Hoch und weit, jetzt auf Dennis Rothe. Rothe nimmt den erstmal mit der Brust ein, schippt ihn hoch auf Rory Krone und wird dann nochmal gefoult an der Mittellinie. Total unnötig, der Ball an der Mittellinie. Nichts, kein schlimmes Foul, aber muss ja nicht sein. Das hat zur Folge, dass es hier so eine Diskussion gibt. Aber Kühne dann doch wieder mit dem Freistoß legt jetzt erstmal diagonal auf die andere Seite, aber die misslegt völlig die Flanke. Mein Gott, also das muss nicht sein. Kühne, schade. So sollte man den MSV nicht in Ballbesitz bringen, weil sie sind wirklich offensiv sehr, sehr stark. Jetzt auch wieder mit ihrer Nummer 15 Damen besetzen. Wir können den Strafraum fahren. Der ist schon im Strafraum. Will er das Foul ziehen? Aber Junge, das war doch gar nichts. War doch gar nichts. Hör auf zu humpeln. Mann, das war doch... Also Gerrit Wegkamp.
Gerrit Wickhardt übrigens, alter Kumpel von unserem Mitkommentator Dirk, der normalerweise auch oft hier am Mikro sitzt, alter Jugendgefährte, der mit Sicherheit da jetzt gerade, der jetzt auch gerade im Preußenblock steht und da sehr interessiert zugucken wird, wie sich sein alter, ich glaube, ich weiß gar nicht. Kommt der denn her, der Kollege? Bentheim, aus Bentheim. Achso, kommen die beide. Okay. Da kommt der, der wird ja halt gesagt. Jetzt müssen wir auf Preußenseite, wird jetzt bald Amaury Bischoff ins Spiel kommen. Der kommt jetzt hier vom Aufwärmen gerade zurück. Das wäre, da deutet sich also der erste Wechsel an. Ich persönlich würde ja gerne auch noch mal Mehmet Kara sehen. In so einem Spiel, wo es auf Konter geht, hat er bestimmt auch noch einiges zuzusetzen. Aber ich würde auch, würd auch Amaury Bischoff bringen, weil der kann diesen öffnen, tödlichen Pass das spielen. Das stimmt natürlich auch. Gestern Weg kam den Ball, der ist anscheinend wieder fit. Doppelpassversuch, aber schlecht gespielt und so kann Preußen Münster da ganz entspannt. Oh. Aber auch von Rocky Krone jetzt schlecht gespielt, sodass Duisburg wieder am Ball ist. Da, ich glaube, es ist, glaube ich, der neue Aichi-Check jetzt. Aichi-Check mit dem linken Fuß, lässt sich aber nach hinten treiben. Gut gemacht von Schmidt, der hier fast mitgibt bis zur Mittellinie. Zurückgespielt auf Bajic, der mit dem Doppelpass mit Öztürk auf der linken Seite. Vorne wenig Bewegung bei Duisburg. Was macht er? Mit dem langen Ball auf die rechte Seite, jetzt auf Ofusu Aye, der wird angegriffen von Riedel, behauptet den Ball. Zurückgespielt auf Kevin Wolze. Ja, das ist auf Duisburger Seite die hohen Bälle, die werden die Preußen abfangen. Das machen sie eigentlich ganz gut jetzt, Scherder und Schmidt. Jetzt aber wieder kurz gespielt. Da hat Preußen Probleme, wenn Duisburg hier locker spielt. Jetzt ist Wickham der Ball. Wickham schießt auch aus der Drehung, aus 6, 7 Metern. Hat den Ball gut behauptet gegen Simon Scherder. Und der Abschluss mit links ist dann aber zu harmlos. Man muss auch sagen, also Daniel Masuch hat zwei richtig gute Paraden gemacht und ansonsten, was halt aufs Tor wirklich letztendlich auf sein Tor kam, war dann auch nicht ganz so schwer zu halten. Also diese ganzen leichten Bälle, die hätte Nico auch noch gehalten, da gehe ich mal stark von aus. Also ich bin auch ein bisschen perplex. Ich bin wirklich ein sehr guter Fußballer, sag zumindest ich. Was bist du? Sonst keiner, aber ein sehr guter Fußballer. Ach so, das muss ich nochmal. Ja, hier guck dir die Pranken an, aber ja, das sollte nicht Thema sein. Aber das können wir euch alles so ein bisschen erzählen hier in der schönen Kulisse, in der Schau-Distanz-Reise-Arena, weil das Spiel doch ein bisschen abgeflacht ist. Der Abstoß von Daniel Masuch landet jetzt wieder auf Duisburger Seite. Die versuchen jetzt nochmal hier einen Angriff aufzubauen, aber da passt eigentlich Kühne mal auf, aber dann wieder Kühnes Fehlpass, sodass Duisburg wieder im Ballbesitz ist. Das Spiel ist so ein bisschen hin und her. Was man jetzt schon feststellen kann, Duisburg baut auch konditionell ein bisschen ab und jetzt auch mal ein Fehlpass von Duisburg. Das ermöglicht hier den Preußen den Gegenkontersituation. Auf der rechten Seite hat jetzt Piosek den Ball. 2-3 versuchen ihn da abzustellen und Kühn gelingt das da auch. Schade. Und der Ball springt zu Dominik Schwegs. So ein bisschen hier wie beim Bär, wie beim Ping-Pong-Moment. Der Ball hin und her. Jetzt Duisburg mal mit einem kontrollierten Spielaufbau in die Mitte zu Bäumen, der rechts raus wieder. Da könnte der Mann jetzt flanken oder Richtung Mitte oder Strafraum ziehen. Macht das auch mit dem Schiri. Das war überhaupt nichts. Aber der Schiri sagt, da hat ein Preußenspieler gefoult. Kevin Schöneberg soll da gefoult haben. Vor der Strafraumgrenze, rechte Seite, war überhaupt nichts. Das könnte aber jetzt nochmal richtig gefährlich werden. Ihr wisst, Pierre de Witt ist so auf dem Platz. Der hat im Hinspiel so ein Ding eiskalt reingezirkelt. Da konnte Daniel Masuch im Hinspiel gar nichts halten. Und die Situation, das ist so eine ähnliche Situation. Die Duisburger hätten jetzt wahrscheinlich gerne auch einen Dennis Grote, denn das wäre eine perfekte Situation für ihn. Ja, aber Pierre de Witt ist schon eine Ist er rechts. Achso, ist er nicht beidfüßig? Er kann, glaube ich, auch, aber ich glaube, im Freistoß schießt er dann eher mit rechts. Aber da ist noch jemand anders. Ich glaube, Bajic kann auch ganz gute Freistöße. Ja. Der Linksfuß, der Innenverteidiger, hat sich den Ball zumindest zurechtgelegt. Jetzt, Bajic ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich kann gar nicht erkennen, wer das ist. Pierre de Witt ist auf jeden Fall dabei. Aichi-Check, glaube ich. So, und Kevin Schöneberg geht jetzt wieder. Pierre de Witt geht schießen. Hoch und weit, aber. Der wäre jetzt ausgegangen, aber zur Sicherheit hat Simon Scherder den Ball nochmal rausgeköpft. Finde ich ganz in Ordnung. Man kann ein bisschen mehr kommunizieren in solchen Situationen, aber nicht, dass zur Minute letztendlich noch ein Duisburger steht und den Ball letztendlich reinmacht. Das war schon okay von Simon Scherder. Wirklich eine sehr abgeklärte zweite Halbzeit von dem Jungen. Ne? Ja. Ecke jetzt durch Bolze. Der kommt hoch und weit. Aber abseits. Der Ball wird doch vom Duisburger ins Tor geschossen. Aber da war das Spiel schon längst abgepfiffen. Der Ball war bei der Ecke schon raus. Ansonsten ganz interessante Information von der Bank, von der Preußenbank. Amaury Bischoff, der ja hier nächstes Jahr noch Vertrag hat. Ich hoffe, der Junge bleibt, weil ich mag seine Art Fußball zu spielen. Wird reinkommen. Und zwar, man kann noch nicht erkennen, für wen. Aber auch Duisburg wechselt, das kann ich schon mal sagen. Die Nummer 16 wird reinkommen. Der Gökhan Likeşic. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen. Und
bei uns auf Preußenseite, habe ich ja schon gesagt, Amaury Bischoff kommt rein für Rocky Krone. Für ihn ist die Saison beendet. Der Junge hatte schwierige Startschwierigkeiten bei uns, aber muss sagen, hat sich sehr, sehr gut reingekämpft. Und ja, für mich zu Recht ist er jetzt in der Stammformation, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ihn ja im Fanradio auch schon von Anfang an gefordert. Dirk war ja vom ersten Testspiel an ein großer Fan von diesem Rocky Krone. Ist ja auch ein auffälliger Typ. Der ist ein Spielertyp, den es in Münster lange so nicht gab, fand ich. Der sehr viel mitbringt und am Ende überraschenderweise auch defensiv und läuferisch total gut war. Hat der Mannschaft richtig gut getan. Sehr bescheidener Typ auch, so was man so in Interviews mitbekommt. Möchte immer spielen, das ist natürlich auch genau richtig. Aber er hat auch ich finde, er hat sich's auch verdient und er hat auch viel zu lange auf der Bank gesessen. Aber es gab ja ein Happy End und ich hoffe, dass man auf diesen Rocky Krone, der ja auch Potenzial hat, zum Publikumsliebling zu werden oder es schon ist, ich hoffe, dass man auf diesen Rocky Krone noch lange bauen wird und ihn in der nächsten Saison auch dann von Anfang an so einbindet, dass er ein wichtiger Spieler wird. Jetzt hat Preußen den Ball mal gewonnen über Bischoff. Bischoff auf Trockenbrot und das Foul, das gibt die Karte. Für Kühne müsste es eigentlich geben. Ja, Kühne entschuldigt sich hier. Man muss mal dazu sagen, es ist hier ein sehr, sehr faires Spiel. Die Spieler nach Fouls klatschen sich ab. Es ist kein Freundschaftsspiel, es wird alles gegeben, aber die Atmosphäre ist eigentlich gar nicht giftig. Bis auf die eine Aktion hier mit Lose und Hosoye. Jetzt über Preußen im Ballbesitz, über Grote, der ist schon im Strafraum. Grote lässt sich da fallen. Nein, nix. Ja, selbst Nico sagt, es war nichts und dann war es wirklich nichts. Denn wenn ein Preußenspieler im Strafraum liegt und Nico sagt, das war nichts, dann kann man da ganz getrost von ausgehen, dass das kein Foul war. Grote beschwert sich auch gar nicht groß. Und Duisburg kann aber aus dem Konter, den sie dann daraus ziehen, da können sie auch nichts machen. Spielen den Ball auch wieder zurück zu Ratajczak. Und die ganz große Power ist hier auch raus. 12 Minuten sind es noch zu spielen. Duisburg will den Ausgleich, aber hat, glaube ich, konditionell sehr viel gegeben in der ersten Halbzeit und im Anfang der zweiten, sodass da nicht mehr viel geht. Aber jetzt kommen sie nochmal. Über die rechte Seite flanken den Ball in die Mitte und Eigentor. Oh, nein! Oh, etwas verzerrt die Perspektive. Oh, war das Scherder? Scherder springt da erneut in den Ball, rettet. Und der Ball fliegt jetzt auch dann gar nicht so knapp am Tor vorbei. Hat er schon gut gemacht. Und die Duisburger machen aus dem anschließenden Einwurf auch nichts mehr. Und spielen den Ball ihrerseits ins Tor aus. Abstoß für Masuch. Und Preußen hat es insgesamt gut hinbekommen, diese Euphorie der Duisburger zu stoppen. Das war halt jetzt das Wichtigste, denn in dieser Phase, so um die 60. Minute, da war Duisburg so stark und da wäre das Tor mit Sicherheit gefallen. Jetzt würde ich, wenn ich darauf wetten sollte, würde ich darauf tippen, dass die Preußen diesen Sieg so nach Hause fahren. Na, vielleicht. Wir sind ja beim Spiel von Preußen Münster, da ist nichts sicher. Das stimmt natürlich auch. Jetzt auch wieder leichter Ballverlust da und Dominik Schmidt drischt den Ball jetzt aber erstmal nach vorne und Grote zündet den Turbo. Benjamin liegt am Boden. Den Ball kriegt er noch, er kriegt ihn noch, aber rutscht dann im letzten und Moment Benjamina, aus. Benjamin liegt hier am Boden, scheint sich da verletzt zu haben. Ja. Ne, er steht doch wieder auf. Okay, Piosek hilft ihm da auf. Benjamin ist ein harter Hund, krümmt sich jetzt zwar ein bisschen. Ja. Aber nochmal eine Information zu Amaury Bischoff. Also der sortiert sich hier ganz anders ein, ist ja sonst immer vor der 6. Jetzt ist er auf der klassischen 10. Ja, Duisburg aber jetzt mit einem gefährlichen Angriff. Da in die Mitte gelegt. Da kommt im letzten Moment Simon Scherder gar nichts. Ball gespielt. Das war Jungs Fall. Hier auf der Tribüne, das war überhaupt nicht. Das wisst ihr selber. Super, das hat der Schilly, macht wirklich einen guten Job heute. Also Simon Scherder ist, glaube ich, gerade 22 oder so. Ne? 20, glaube ich, ne? 20. Ja. Und was der Junge für eine Entwicklung hat, da kann man wirklich stolz drauf sein. So, und jetzt gibt es hier gleich nochmal eine etwas traurige Aktion, denn Matthew Taylor wird gleich kommen und das wissen wir ja schon, sein letztes Spiel werden. Was haben wir nicht von Matthew Taylor alles gesehen? Der war jetzt wirklich nur 2 Jahre in Münster, aber vor allem dieses erste Jahr, da wurde er hier ganz schnell zum Fußballgott. Der hat er damals in den DFB-Pokalspielen, vor allem gegen Werder Bremen, aber auch in ganz vielen Ligaspielen, hat er ohne Ende Tore geschossen. Und ohne ihn hätten wir diese schönen Preußen-Spiele nicht erlebt. Also für mich obwohl er nur relativ cool Star war, ein Spieler, der bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und nicht ganz zu Unrecht dann als Fußballgott auch tituliert wurde. Ich bin, da müssen wir mal aufpassen, denn der MSV kommt in den Strafraum gespielt. Und die Preußen regen sich auf, ich weiß gar nicht. Hast du gesehen, was da los war, Nico? Warum die Preußen sich so aufregen? Dominik Schmidt regt sich auf, dass die Offensivspieler nicht vernünftig mit nach hinten arbeiten. Weil wenn der Pass vernünftig gespielt worden wäre, wäre es brandgefährlich geworden. Ja, okay. Ich dachte, die hätten sich über den Schiedsrichter aufgeregt oder über irgendwas. Ja, kleine Information noch am Rande. Gerade wurden die Zuschauer durchgegeben. Offiziell sind 14.462 Zuschauer da. Das ist nicht so ganz viel. Ist aber eine ganz ordentliche Kulisse für dritte Liga. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also ich hätte sogar noch mit mehr gerechnet. Also so ganz, also die Preußen sind hier, auch der Preußenblock ist hier nicht ganz ausverkauft. Der Gästerang ist gut besucht, aber also der Stehplatzbereich ist gut besucht, auch nicht überragend. Oh, jetzt geht's hier nochmal zur Sache. Hier los? Jetzt da gibt es Stress zwischen dem Benjaminer und De Witt und der Linienrichter läuft da zu, muss dann die Streithähne auseinanderhalten. Nee, es ist natürlich wieder, auch Herr Bischof ist mit dabei, aber De Witt vor allem und Benjaminer. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Benjaminer zeigen zumindest auch in eine Richtung. Jetzt De Witt hat sich aber mit Bischof schon wieder abgeklatscht. Und Benjamina wird noch von den Schiedsrichtern zurückgehalten, wird das Spielfeld aber eventuell jetzt auch verlassen. Jetzt wird ein Duisburger heranzitiert. Ist vielleicht auch richtig De Witt, so. Der hat, ich weiß nicht, man hat sich genau gesehen, was er gemacht hat, aber ganz astrein scheint er sich nicht verhalten zu haben. Naja, jedenfalls ist halt Benjamina den Platz jetzt verlassen, damit wird sich auch alles wieder beruhigen. Matthew Taylor also, letzter Auftritt für den alten Recken, für den Amerikaner, der sich direkt hier mit Bayern mal unterhält. Das ist, glaube ich, so eine Generation noch. Die beiden haben auch schon vor dem Krieg gespielt. Nein, aber sind schon lange dabei und werden auch beide keine ewigen Karrieren mehr haben. Aber Nico, du hast es vorhin, glaube ich, schon einmal gesagt, Matthew Taylor könnte eventuell in Cottbus nächstes Jahr nochmal auftauchen und dann natürlich auch mit dem neuen Trainer Stefan Krämer an der Hammerstraße vorbeischauen. Ja, also du hast es ja gerade so eine Lobeshymne auf Matthew Taylor geliefert und das auch völlig zu Recht. Der Junge hat sich in die Herzen gespielt. Aber man muss auch sehen, dass er nächstes Jahr 33 wird. Jetzt müssen wir kurz die Situation unterbrechen. Ich führe das gleich nochmal weiter, weil Duisburg ist jetzt hier im Ballbesitz. Rechts raus nicht. Flanke jetzt in den Strafraum. Daniel Masoch fliegt am Ball vorbei, aber zum Glück auch alle anderen Spieler, das heißt auch die Duisburger, sodass es einen Einwurf für die Duisburger geben wird. Von der linken Seite zurückgelegt auf Kühn, der jetzt mit der Flanke in die Mitte, die bleibt aber in der Luft stehen, weil... Ja, Piosek da den Ball hat. Jetzt auf Taylor. Taylor, der schöne Doppelpasser sucht. Aber Piosek hat das zu spät erkannt. Schade, schade. Da, genau mit solchen Situationen hätte man jetzt die Duisburger hier auch richtig schön offen spielen können. Das Ganze nach 83 gespielten Minuten. Ich möchte euch noch sagen, die uns heute zuhören, wir haben gleich nach dem Spiel noch eine kleine Überraschung für euch. Das dauert so gut 10, 12 Minuten, also nicht direkt abschalten, das möchten wir euch gerne noch vorhalten. Mehr möchte ich aber im Moment noch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, es wird lustig. Jetzt helfen wir Pasta auf Matthew Taylor, der stand nicht immer seit und kriegt den Ball leider nicht mehr. Schade, der Carsten Baumann ist den Ball da noch hinterherrannt, der hier heute auch sein letztes Spiel hat. Was ich auch ein bisschen ungewöhnlich fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Mann wurde gar nicht verabschiedet, oder? Ja, aber kann natürlich sein, dass das nach dem Spiel alles noch nachgeholt wird. Ja. Ich glaube, es wurde hier noch niemand verabschiedet, obwohl du ja gesagt hast, das zum Beispiel. Was wollen wir eigentlich vor dem Spiel? Ne? Dass er auf Rosalie ja geht. Ja, ist glaube ich unterschiedlich gekannt. Hab's jetzt, die Duisburger versuchen es nochmal. Und jetzt konnte der Konter mal kommen. Der Preußen Taylor nimmt den Ball zum ersten Mal an. Er hat hier zwei, drei unglückliche Aktionen. Jetzt hat er den Ball mal behauptet, legt ihn auf Piosek auf die rechte Seite. Er zieht nach innen, macht er ganz gut, aber vertändelt den Ball. Und der Witt, der macht das überragend, wie er den Ball da mitnimmt und leitet jetzt den nächsten Duisburger Angriff ein. Aber auch wieder schlecht gespielt, aber er kommt trotzdem aber weiter. Das ist, glaube ich, einer der neuen eingesetzten Gökhan Lesesitz oder. Ich kenne sie selber nicht, auch als Duisburg-Fan habe ich da nicht mehr den Überblick. Altischek ist auch am Spiel. Jetzt De Witt auf der linken Seite. De Witt da gegen Schmidt setzt sich da durch, lässt sich fallen. Aber das ist kein Freistoß. Nein, das ist kein Freistoß. Das ist okay. Körpereinsatz soll beim Fußball auch möglich sein. Kühne, der jetzt auch immer stärker wird, legt den Ball nochmal auf die rechte Seite auf De Witt. Auf die linke Seite auf De Witt. Der bringt den Ball rein, aber auch... Oh, der kommt gar nicht, geht gar nicht ins Aus. Der sah jetzt erst so aus, als wenn er ins Aus gehen würde. Aber Daniel Masoch, der ist da und kann den Ball gegen Gerrit Wegkamp behaupten und den Ball dann auch locker abfangen. Jetzt der lange Ball, zu lang mal wieder. Das kam auch öfter vor, dass die Stürmer den Ball hinterhergelaufen sind. Stürmer kann man jetzt in Form von Bischof eigentlich nicht mehr sagen. Der ist auf jeden Fall kein gelernter Stürmer, aber hält sich weiter vorne auf. Jetzt die Duisburger mit Ofosoe, der springt in Robbenmanier da von der rechten Seite. Er zieht er in die Mitte, hat aber keinen linken Fuß, deswegen konnte er auch nicht abschließen. Jetzt die Preußen mit Bischof, der legt den Ball zurück auf Schöneberg und jetzt muss Preußen mal nach vorne kommen. Stark gemacht, wieder auf Bischof, aber Bischof ist... Oh, da geht Bischof voll drauf. Oh, jetzt gibt es zwischen die Karte für Bischof. Aber man muss schon sagen, das war im Kampf um den Ball und es wird Gelb geben. Bischof, das war eine dumme Aktion, aber resultiert daraus, dass er... Oh, es gibt Rot! Nein, Rot, ey, das Bischof. Gibt's doch nicht! Und wie viel schon Rot? Wieder so eine Aktion. Mann! Ja, das ist zu hart. Ey, wie viele rote Karten sammelt der eigentlich? Ja, das ist... Das ist zu hart. Das passt in die Historie von Bischof mit seinen vielen Ausfällen. Und er... Also folgende Szene, er nimmt den Ball schlecht an, muss man sagen. Der Ball von Schöneberg nimmt ihn schlecht an, kommt dann zu spät, hält den Schlappen auch drauf und liegt jetzt auch hier verletzt am Boden. Unfall. Aber es passierte halt im Kampf um den Ball und das... Ja, bitter...
Und es wird, wenn man die Vorgeschichte kennt, der DFB berücksichtigt sowas, ja, wird es eine lange Sperre geben. Der hat ja schon 5 Spiele. Und das Bittere ist natürlich, dass er damit am Anfang der Saison fehlen würde. Unfassbar, es tut mir unfassbar leid jetzt für den Jungen. Ja. Weil, wie gesagt, so eine Saisonvorbereitung zu machen, 5-6 Wochen und dann zu wissen, ich bin auf jeden Fall die ersten Spiele nicht dabei. Ja. Es geht ja auch immer darum, dass man sich in so einem Kader spielt. Das ganze Schicksal drückt ja auch Benjamin Siegert. Aber in Summe war das jetzt, tut mir leid, das war zu hart. Wirklich. Das war zu hart, das muss ich auch und, sagen. Wir kennen alle den DFB. Der Junge hat jetzt schon 5 Spiele damals zurecht bekommen, weil er da sehr rüde gefoult hat. Ja. Und das war diesmal wirklich kein Frustfoul. Aber der wird natürlich das in Summe wieder betrachten und das wird wieder eine lange Sperre werden. So, 3 Minuten noch offiziell zu spielen. Jetzt Bajic, der ist erstmal zur Behandlung draußen. Wird dem, alles klar? Ja. Wird dem nichts. Nico springt hier fast auf mich drauf. Den Helsing kann noch auf dem Sitzen. Langer Ball der Duisburger. Jetzt ist Wickham im Strafraum, aber nimmt den Ball schlecht an. Setzt nach und fast eine ähnliche Szene natürlich. Aber lange nicht so wild. Wickham entschuldigt sich auch direkt hier. Senst dort kurz den Dominik Schmidt um. Aber das war jetzt, der hatte den Schlappen nicht so drauf gehalten, wie es Bischof gerade gemacht hat. Ja, 3 Minuten Zeit für den, 3 Minuten Zeit noch für den MSV hier das Unentschieden zu holen. Nico versucht hier gerade sich nochmal zu erkundigen, wie es auf den anderen Plätzen steht, hier bei unserem Kollegen von Radio Duisburg. Und er wird uns gleich wahrscheinlich die Ergebnisse mitteilen. Jetzt aber die Preußen im Angriff mit Thüne in einer seiner letzten Ballkontakte im Preußen-Dress auf Taylor. Dafür den gilt das Gleiche. Die Flanke in die Mitte und jetzt ist Piosek ist frei, aber der wäre auch ganz frei gewesen vom Tor, aber es ist eine Abseitsposition. Beschwert sich auch keiner großartig, die war eindeutig. Ja, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass Münster... Oh, jetzt gibt es einen Wechsel. Ja, ich habe noch eine wichtige Randinformation von den anderen Plätzen. Ja. In Wiesbaden, da steht es zwischen Hansa Rostock und Wiesbaden, steht es 1-1. Und in Regensburg steht es noch 0-0 zwischen Jan Regensburg und dem VfL Osnabrück. Also ich habe schon eine Ahnung, wie das wieder ausgeht, aber ich hoffe nicht. Ja, jetzt Flanke in den Strafraum von Duisburg, aber da ist erstmal Simon Scherner. Kann den Ball erst mal rausköpfen, aber Duisburg bleibt im Ballbesitz. Rechts rausgelegt auf Kühn. Der weiter zu seinem Kollegen Pierre de Witt. Der ist an der rechten Seite jetzt im Zweikampf damit Marius Piosek. Der kann die Flanke erst mal verhindern und Rothe ist da im Ballbesitz. Jetzt versucht Marius Piosek den Ball zu bekommen, aber das gelingt erst noch nicht, sodass Duisburg im Ballbesitz bleibt. Aber da jetzt auch Ballverlust da von Kevin Schöneberg. Und in der Mitte könnte jetzt Duisburg schießt jetzt. Und Daniel Masoch war, glaube ich, noch dran mit seinem Pranken. Nein. Oder nicht? Nein. Nicht, war nicht dran. Aber sah schon mal sehr, sehr gut an. Sehr, sehr gute Fluganlage von unserem alten Mann, von unserem alten Sack, dem Daniel Masoch. Und Abstoß für Preußen Münster. Gespielt 89 Minuten und 7 Sekunden. Also für mich ist der Daniel Masoch hier, obwohl der war jetzt wirklich nicht dran. Aber man kann es trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass für mich Daniel Masoch hier der Mann des Spiels ist. Sollten die Preußen hier gewinnen, denn das, was offensiv geleistet wurde, das war jetzt heute überschaubar. Kämpferisch war das okay von Münster, aber der Sieg, der ist schon glücklich und Masoch war aber derjenige, der in den entscheidenden Phasen da war. Jetzt die Preußen aber nochmal, kein Abseits hier beim Pass von Kühne auf Taylor, der auf den linken Flügel ausgewichen war. Der kann den Ball aber nicht behaupten. Das wäre es, wenn Taylor hier nochmal Tor gewinnt, oder? Genau, das wäre natürlich nochmal die Krönung seiner kurzen Münsteraner Laufbahn. Der ein Top-Jahr hatte, aber auch, das muss man vielleicht auch mal sagen, im zweiten Jahr wirklich sehr stark abgebaut hat. Auch in einem System, das ihm natürlich nicht unbedingt lag als einziger Stürmer, ging er ein bisschen unter, hatte aber viele Chancen bekommen, da kann er sich nicht beschweren, da hat ihn Lose auch lange noch spielen lassen. Jetzt mit Duisburger mit dem Konter. Warum jetzt noch ein Konter? Fällig ist da, das ist für mich auch fragwürdig, da müsste Münster sich jetzt wirklich hinten reinstellen in den allerletzten Minuten. Und ein Münsteraner bleibt am Boden liegen. Die Duisburger sehen das auch und schießt sich da vielleicht aber ab. Ja, na klar, das wird hier nicht gerne gesehen. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Es ist die Nummer Scherder. Aber Scherder ist kein Schauspieler. Ja. Das gibt uns aber die Möglichkeit, nochmal auf das Thema Mesut Taylor zu kommen. Das muss ich ja gerade unterbrechen, weil die Duisburger auch eine gute Chance hatten. Also, was auch zu der Taylor-Geschichte gehört, er wird uns ja verlassen. Aber er wird demnächst im Herbst 33 Jahre alt. Und was man auch nicht vergessen sollte, er ist einer der Topverdiener dieser jetzigen Mannschaft und da wird ordentlich Budget frei. Also ich kann die Entscheidung schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, klar. Also nachvollziehen kann man es aber. Man kann nicht auf einer Seite immer sagen, wir müssen verjüngen, dann müssen wir es auch machen. Ja, und das heißt, dass wir auch mal Spiel abgeben müssen. Jetzt super Kontersituation dafür Preußen Münster 3-3. Flanke jetzt von Dennis Rothe. Sehr starke Flanke auf Mesut Taylor. Mann, Rothe, das musst du wirklich besser ausspielen. Jetzt Gegenpressesituation da von Duisburg, aber noch überhaupt keinen Raumgewinn. Da jetzt
Aber wieder Dommelschmidt wie ein Footballer, drischt er den Ball da nach vorne. Der geht aber nicht über die Latte. Das wäre ein Football, ein Volltreffer gewesen. Mann, 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 aber ins Nirvana. Wir sind hier beim Fußballkollege, so dass Duisburg wieder einen Ball hat. Pierre, der wird jetzt mal ganz hinten. Haben wir schon Nachspielzeit, ja, ne? Nachspielzeit. Wurde schon angezeigt? Angezeigt habe ich nicht gesehen, aber Robin Neupart macht sich unten auf Platz warm zum Einsatz und Simon Scherder ist aber immer voll da. Gewinnt er den Ball da gegen den Duisburger, aber leider zum Einwurf. Ja, es steht immer noch 0-1 und eigentlich könnten wir die drei Punkte hier mitnehmen, oder? Und ja, auf jeden Fall. Piosek wird den Platz jetzt verlassen. Natürlich lässt er sich da sehr viel Zeit und Neupart, der soll nichts anderes machen, als in der Schlussphase vielleicht nochmal den einen oder anderen Ball rauszuköpfen oder den einen oder anderen Zweikampf zu gewinnen. Es ist jetzt, wir sind in der Nachspielzeit und ja, es gab Verletzungsunterbrechungen, es gab auch nach der roten Karte etwas Zeit. Also es könnte sein, dass hier noch ein bisschen gespielt wird. Wir sehen aber, wir wissen selber nicht, wie lange Zeit danach gespielt wird. Es wird auch nicht angezeigt. Nico guckt nochmal beim Radio Duisburg-Kollegen, der hat das vielleicht aufgeschrieben. Jetzt aber die Flanke nochmal in den Strafraum. Die Duisburger verlängert, geklärt von Schmidt. Die Duisburger gewinnen das nächste Kopfballduell und dann klärt Huckenbrot. Und jetzt Taylor. Aber der wird er nicht mehr kriegen, oder? Der kann er ihn noch kriegen. Taylor könnte aufs Tor dann zulaufen. Aber hat dort den Zweikampf verloren mit Ufuso Aye. Da war er wirklich langsam, der Taylor. Da hat man gesehen, dass er nicht mehr der Schnellste ist. Jetzt nochmal der Ball von De Witt in den Duisburger, in den Münsteraner Strafraum. Abgewehrt von Schmidt auf Wolze. Er legt nochmal raus auf rechts, auf Ufuso Aye. Ah, schlecht angenommen. Was macht er da mit dem rechten Außenriss nochmal reingegeben? Und die Preußen können aber klären. Und Grote verliert den Ball. Wahnsinn, was die Preußen sich alles für Ballverluste hier noch leisten. Der nächste Ball in den Strafraum. Abgewehrt und der Schuss für Leckesis und die nächste Chance, Schusschance für Duisburg von Zundi, aber der schießt aber auch nur Riedel an. Also das ist hier, ja, die Duisburger können nicht, die wollen zwar, die können aber nicht und die Preußen sind auch, hätten dieses Spiel schon längst entscheiden können, wenn sie nicht so viele Ballverluste gehabt haben. Nächste Chance für Duisburg und da wird der Ball verlängert. Es geht in Seiten aus und das war's. Das war's. Preußen Münster gewinnt das letzte Saisonspiel hier in Duisburg 0-1. Das heißt, wir schließen auf jeden Fall vor Duisburg in dem Tableau ab. Eine sehr verkorkste Saison nimmt dann doch heute einen halbwegs vernünftigen Abschluss. Ja, ihr wisst es, ein paar Spieler werden uns auch verlassen. Das ist aber irgendwo auch verständlich. Dennis Rothe, ja, sagen ja viele, er wurde so ein bisschen weggedammeiert. Nichtsdestotrotz, er geht zum MSV Duisburg, zum Verein, wo die Lizenz noch nicht klar ist, das wisst ihr auch. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir beenden den Platz, wo wir jetzt in der Tabelle stehen, kann ich euch leider aber auch nicht sagen, weil wir noch keine Informationen hier haben. Die letzte Information übrigens aus Rostock war, dass es da immer noch unentschieden steht und in Regensburg stand es auch noch 0-0. Aber das heißt ja nichts. Ihr wisst ja, die Osnabrücker sind immer für ein gutes, für ein letztes Tor in der letzten Sekunde gut. Ich bin mal gespannt, wann die endgültigen Ergebnisse kommen. Nochmal kurz die Saison. Eine Saison geht zu Ende, in der viele Querelen außerhalb des Platzes auch war. Dammeier war so ein bisschen der Höhepunkt der Querelen. Die Causa Dammeier, ja. Ja, es war aus meiner Sicht war das eine verkorkste Saison, die aber dann wirklich einen akzeptablen Ausgang genommen hat. Am Ende hat man einen einstelligen Tabellenplatz, danach sah es lange nicht aus. Man war zwar auch nie in allergrößter Abstiegsgefahr, aber schon bedächtig nah dran an diesen ominösen letzten drei Plätzen. Und ja, Preußen Münster verabschiedet sich hier mit einem Auswärtssieg in Duisburg. Keine starke Leistung, das kann man weiß Gott nicht sagen. Aber die drei Punkte zählen und das ist natürlich im Fußball auch oftmals das Wichtigste. Mal sehen, wie geht's weiter in Münster? Man muss sich neu sortieren, man muss einmal durchatmen und kann dann mal schauen, was den nächsten auch möglich ist. Ja, also Nico hat, glaube ich, gerade noch Ergebnisse vom Kollegen von Radio Duisburg hier übermittelt bekommen. Also der Kicker schreibt immer noch, dass es jeweils unentschieden steht in Rostock und in Regensburg. Ja, wenn es wirklich so bleibt, dann ist Osnabrück auf jeden Fall nicht auf 4. Und das ist ja auch schon mal was wert. Nichtsdestotrotz, ich muss nochmal auf die Saison kommen, sind die Preußen in der Pflicht, die Saison aufzuarbeiten. Die verabschieden sich jetzt hier von dem starken Auswärtsmob. Ja, wir sind in der Pflicht, die Saison aufzuarbeiten, vernünftig uns zu sortieren, vernünftige Leute zu verpflichten. Geld ist in Münster da und auf das es eine bessere Saison wird als dieses Jahr. Nichtsdestotrotz hat es uns Spaß gemacht, hier für euch immer zu kommentieren. Das ganze Team bedankt sich.